Herzlich willkommen zu den Berliner Rathaus-Dialogen. Heute findet diese Veranstaltung zum 6. Mal statt, unter der Überschrift Die Metropolen von morgen. Sie werden gleich sehr unterhaltsam eingestimmt, das werden Sie sehen. Im Anschluss gibt es eine circa einstündige Diskussion. Sie haben auf Ihren Plätzen ja Fragekarten und Stifte vorgefunden. Also wenn Sie sich inhaltlich beteiligen möchten, dann schreiben Sie Ihre Fragen bitte auf und gerne auch an wen sich die jeweilige Frage richtet. Am Anfang einer solchen Veranstaltung steht natürlich die Begrüßung durch den Gastgeber. Also herzlich willkommen, der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Ja, vielen Dank, liebe Frau Rust, meine Damen und Herren. Mit dem unterhaltsam eingeführt war vermutlich nicht ich gemeint, sondern das, was wir gleich sehen werden. Aber natürlich ein herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich, dass Sie wieder, vielleicht einige von Ihnen wieder hier dabei sind beim Rathausdialog, oder diejenigen, die das erste Mal dabei sind, begrüße ich natürlich auch ganz herzlich und möchte Ihnen kurz sagen, was wir damit verbinden mit diesem Rathausdialog. So zweimal im Jahr, maximal dreimal im Jahr laden wir dazu ein. Eigentlich wissen ja alle oder sollten es wissen, das Rote Rathaus ist ein offenes Rathaus. Man kann hier immer reinkommen, viele Veranstaltungen finden statt. Ausstellungen kann man hier natürlich auch sich ansehen. Aber wir wollen mit dem Rathausdialog durchaus unterstreichen, dass es ein offenes Haus ist, ein Rathaus, das auch wirklich zum Dialog einlädt und sich auseinandersetzt mit den Themen, die in der Berliner Bevölkerung, in unserer Stadtgesellschaft eine Rolle spielen. Wir hatten schon einen Rathausdialog zur Kulturpolitik, wir hatten uns auseinandergesetzt mit der Medienpolitik, mit dem solidarischen Grundeinkommen, also ganz unterschiedliche Themenfelder spielen in diesen Dialogveranstaltungen eine Rolle. Wir wollen mit Ihnen natürlich auch, Frau Rust wird das ja auch noch sagen und dann entsprechend moderieren, mit Ihnen heute Abend auch in den Dialog kommen und uns heute eben beschäftigen mit den Fragen der Stadtentwicklung, der Metropolenentwicklung. Ich sage das so oft in meinen Reden, das, was wir in Berlin erleben, ist wirklich nicht einzigartig, sondern alle Städte haben eigentlich die gleichen Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen, manchmal in einer etwas anderen Größenordnung, mit einer anderen Dynamik. Ja, stimmt. Ein Beispiel, wir reden ja sehr oft davon in Berlin, dass wir jedes Jahr mehr werden, dass 40.000 Menschen jedes Jahr zusätzlich in unsere Stadt kommen. Ich war vor 2 Wochen in Südafrika, in Johannesburg. Da war das überhaupt nicht beeindruckend, als ich das erzählt habe, weil Johannesburg oder die Region Johannesburg jedes Jahr um 200.000 Menschen wächst. Und es geht noch ganz anders, wie wir wissen, in einigen Ländern. Aber trotzdem sind ja die Probleme die gleichen. Wie organisieren wir das? Wie gehen wir um mit den Fragen der Mobilität? Erneuerbare Energien werden immer wichtiger, bekommen einen immer größeren Stellenwert. Natürlich auch Kriminalität spielt in großen Städten, in Millionenstädten natürlich auch eine Rolle. Integrationsfragen. Und die Bürgermeister tauschen sich natürlich regelmäßig auch darüber aus. Und wir wollen miteinander, wir wollen voneinander lernen, wir wollen gucken, was macht der eine, was kann man übernehmen, wie kann man vielleicht selbst auch Impulse setzen für andere Städte. Und genau darum soll es heute gehen. Ich freue mich sehr, dass ich meine beiden Kollegen aus Düsseldorf und aus Hamburg hier auch begrüßen kann. Wir sind natürlich öfter miteinander im Dialog und tauschen uns aus im Rahmen des Städtetages oder im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenzen. Aber heute können wir einmal sehr konzentriert darüber diskutieren, mit Ihnen darüber diskutieren, was uns beschäftigt in unseren Städten, wie sich unsere Städte verändern und wie wir darauf reagieren wollen. Und insofern freue ich mich sehr, dass Thomas Geisel und Peter Tschentschner heute hier bei uns sind und dass wir gemeinsam diesen Dialog aufnehmen können. Das soll schon sein. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Noch einmal ein herzliches Willkommen hier im Roten Rathaus in unserem Wappensaal. Und ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht im Anschluss an unsere Diskussion auch noch bei dem kleinen Empfang mit uns gemeinsam ein Glas Wein trinken. In diesem Sinne, ich freue mich auf die Debatte. Danke.
Gibt es Hamburger zum Empfang? Okay, das war, okay, gut. Joab Nist ist gebürtiger Münchner und 2004 kam er nach Berlin. Er studierte Kulturwissenschaften, Kultur- und Kunstmanagement und hatte 2010 eine zündende Idee. Also dieses Studium, wo man immer sagt, ja, was willst du denn damit, hat sich auf jeden Fall gelohnt in diesem Fall. Denn diese Idee hat er umgesetzt und viele von Ihnen werden die kennen und lieben. Und wer sie nicht kennt und liebt, wird sie heute kennenlernen und sich dann verlieben. Worum geht's? Um die Notes of Berlin. Stellen Sie uns doch bitte vor, Joab Nist. Vielen Dank. Was sind die Notes of Berlin? Schon mal als kleine als kleiner Vorgeschmack. Als kleiner Anteaser. Ja, Notes of Berlin ist eine Hommage an all die Notizen, die Berlin im öffentlichen Stadtbild tagtäglich hinterlässt. Und ich habe begonnen vor 8 Jahren zusammen mit mittlerweile vielen tausend Lesern meines Blogs Berlin anhand seiner Notizen zu charakterisieren. Denn wer wissen will, wie die Stadt wirklich tickt und was die Menschen da draußen beschäftigt, der sollte sich vielleicht auch die Sachen ansehen, die die Menschen tagtäglich als Information mit uns teilen. Ist das so ein spezieller Moment gewesen? Ich meine, das kennt jeder, egal in welcher Stadt er lebt. Irgendwas hängt immer an irgendeiner Laterne, irgendwas zum Abreißen, Telefonnummer oft, so Wohnungsgesuche, das kennt man. Wir werden gleich sehen, dass es sich hier um sehr besondere Notizen handelt, die aber gar nicht als so besonders platziert waren. Also, dass sie so humorvoll sind, hat sich eigentlich eher durch den Betrachter oder durch Zufall ergeben. Gab es so einen Moment, in dem du einmal zu viel an so einer Laterne vorbeigegangen bist und gedacht hast, so, es ist so lustig, ich fotografiere das immer nur, ich mache da jetzt einen Blog draus oder ich mache da jetzt ein Buch draus. Ich würde sagen, es war ein Prozess, es gab nicht diesen einen ausschlaggebenden Moment, aber ich habe zum Beispiel meine erste Wohnung 2004 damals in Berlin über einen Zettel selber finden können, den ich damals im Helmholtz-Kiez aufgehangen habe und zwar genau in den Straßenzügen, wo ich halt wohnen wollte und hatte das Glück, dass jemand diesen Zettel gelesen hat und das hat mich so motiviert, dass ich gemerkt habe, in dieser Stadt wird auch über dieses ja, analoge Medium sehr viel kommuniziert und es kann auch zu Erfolg führen. Und um deine Frage noch zu beantworten, ja, ein ganz großes Thema bei Notes of Berlin sind auch sogenannte Liebesgesuche. Das heißt, man sieht sich in diesem großen Ballungsraum irgendwo, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich wieder trifft, ist relativ gering. Also schreibt man einen Zettel, ein Liebesgesuch. Und ein solches hatte ich damals 2010 im Prenzlauer Berg ausgehangen sehen. Und das hat mich selber angesprochen, weil ich auch schon mal in so einer Situation war. Und das war dann der finale Startschuss. Jetzt schauen wir mal, was da draußen noch alles so hängt. Hat es funktioniert? Bei dir damals? Es hat funktioniert, aber geheiratet haben wir nicht. Oh, aber ihr habt euch gefunden? Es hat jemand reagiert? Du hast hier... Ja, ich wusste, wo die Dame damals quasi im Umkreis gearbeitet hat, wo ich sie ja auch das erste Mal getroffen hatte. Und wenn man dann dort penetrant viele Zettel aushängt, dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben. Können wir die Diskussion vielleicht abkürzen und das so ein bisschen die Geschichte vertiefen? Das ist aber es geht ja heute nicht um mich, es geht ja um Berlin. Ah, okay, gut, alles klar. Bevor ich mich jetzt setze, darfst du aber noch trommeln, denn dein Blog ist tatsächlich auch einer der erfolgreichsten in Deutschland. Wie viele Leute lesen das? Wie viele Leute folgen dir oder haben dich abonniert? Ja, als Blogger wirft man natürlich gerne mit Zahlen um sich, fürs bessere Verständnis. Also es gibt um die 400.000 Follower in den Social-Media-Netzwerken. Dabei geht es ja eigentlich nur um Berlin, aber letztendlich die Themen sprechen auch Personen aus Hamburg und Düsseldorf an und alle anderen urbanen Lebensräume fühlen sich durchaus auch durch Alltagskultur angesprochen, die hier sich eben sehr im Stadtbild zeigt. Und ja, von daher ist es ein Gemeinschaftsprojekt, denn wie ich schon erwähnte, ein Großteil der Fundstücke, die ich Ihnen heute präsentieren darf, wurden auch eingesendet aus allen Ecken der Stadt und somit ist es kein Abbild eines Klientels oder eines bestimmten Bezirkes, sondern es ist wirklich das Berlin, wie es da draußen stattfindet und einen kleinen Auszug aus über 35.000 Fundstücken werde ich Ihnen heute... Wie viele Klicks? Ja, so um die 1 Million. So, das sind doch Größen, die man heutzutage nennen muss. Ganz kurz, apropos Klicks, ich bräuchte noch ganz kurz meinen Klicker, da ist er schon, wunderbar. Wenn Aha, ich ihn okay, noch, ich hole ihn dir. Ja, vielen Dank. Ja, als Überbrückungsphase, hat denn von Ihnen schon mal jemand zufällig Danke. Selber in Berlin einen Zettel geschrieben? Oder auch in einer Stadt, wo er herkommt? Und was war das Thema, wenn ich fragen darf? Oh, zu viele Kirschen im Garten. Und super. Sehr löblich. Das ist sympathisch. Und Sie wollten diese abgeben. Hervorragend. Bitte einsenden, nächstes Mal ist er hier auf dem Screen. Ja, vielleicht noch ganz kurz vorab. Bettina hat es schon erwähnt, ich bin gebürtiger Münchner. Und ja, dass ich heute hier als Bayer im Rathaus in Berlin Ihnen einen kleinen Einblick in das wahre Berlin geben darf, spricht einmal mehr dafür, in Berlin ist alles möglich.
Und ich weiß nicht, ob es umgekehrt der Fall so möglich wäre in München. Ja, ich würde sagen, gehen wir es an und starten direkt. Bitte machen Sie sich keine Sorgen für die Gäste, die etwas weiter hinten platziert sind. Ich lese alle Zettel auch nach bestem Wissen und Gewissen mit lauter Stimme mit, bin etwas heiser. Sie müssen also nicht alles versuchen mitzulesen. Ja, wir nennen dieses ganze Thema vielleicht übergeordnet die urbane Alltagskulturkommunikation am Beispiel von Berlin. Natürlich gibt es auch Notizen, Zettel und dergleichen in Hamburg, Düsseldorf und anderen Ballungsräumen, wo es Sinn macht, dann auch zum Teil auch anonym zu kommunizieren. Und vielleicht noch eine kurze Frage in die Runde. Gestern war Marathon in Berlin. Wer von Ihnen ist denn vielleicht mitgelaufen? Eine Teilstrecke zumindest. Niemand. Ein ausgesprochen sportliches Publikum heute unter uns. Ich auch nicht. Muss ich sagen, Herr Geisel ist 18 Mal mitgelaufen, nur gestern. Oh, wunderbar. Applaus dafür. Herr Geisel, dann würde ich Sie als meinen Experten für folgenden Zettel vielleicht ansprechen dürfen. Und zwar, wir bewegen uns nach Charlottenburg. Liebe Läuferinnen des Schlossparks, grüßt euch. In allen Parks der Stadt und überall auf der Welt grüßen sich Läufer, nur halt hier nicht. Das sollte geändert werden. Ich fange also damit an. Viele Grüße. Herr Geisel, grüßt man sich denn als professioneller Hobbyläufer noch? Ja. Ich bin neulich, da war ich besonders in Moskau. In Moskau? Wie ist es denn in Düsseldorf noch? Na, also nicht jeder grüßt, aber die mich erkennen, grüßen sowieso. Ja, da haben Sie einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Vielleicht können wir festhalten, Berlin hat da vielleicht aufgrund der Anonymität der Großstadt noch etwas Nachholbedarf. Gleichwohl, was Sie hier an dem Aushang sehen, der Berliner an sich kommuniziert gerne, wenn er ein Anliegen hat, auch ungefragt. Und es geht natürlich durchaus auch etwas sachlicher mit einem auch konkreten Handlungsziel. Aufzug geht nicht, musste laufen, wa? Es ist übrigens nicht der Aufzug des Fernsehturms glücklicherweise und auch nicht hier im Rathaus, das ist ein Bürogebäude in Wilmersdorf gewesen. Und Berlin wäre nicht Berlin, wenn auch der öffentliche Raum ungefragt für ein gewisses nicht vorhandenes Handlungsziel mitgestaltet wird. Wir sind am Spreewaldplatz in Kreuzberg. Hello, is it me you are looking for? Und was Sie hier sehen, das ist auch typisch Berlin aus aktuellem Anlass. Man gestaltet durchaus auch die Straßennamen so, wie man sie jetzt in dem Moment gerne für richtig empfindet. David Bowie Straße und Aretha Franklin Straße. Ja, man zweckentfremdet durchaus auch einige Häuserwände in Berlin, wenn man eine dringende Frage hat. Wer ist dieser Deutschland? Berlin kommentiert gerne und die Antwort folgt sogleich. Deine Mutter. Und apropos Mutter. Wir sind in Moabit, ein ganz aktueller Aushang von gestern. Migration ist die Mutter meiner Freundinnen. In Berlin nimmt man kein Blatt vom Mund und natürlich ist Berlin auch eine sehr politische Stadt und das zeigen tagtäglich auch die Bürger, die hier wohnen. Was sehen wir hier? Klassischer Fall von Lost and Found, Steuererklärung im Sturm verloren, haben Sie meine Papiere gefunden? Ich zeige Ihnen das als Einladung deswegen, weil Berlin ist auch die Stadt der Suchenden, wie wir sehen. Im übertragenen Sinne natürlich zieht Berlin sehr viele Menschen an, die vielleicht noch nicht genau wissen, wohin mit sich, wohin mit ihren Projekten. In dem Fall können wir uns sicherlich sehr mit diesem Zettel identifizieren, wenn es uns betreffen würde. Es geht natürlich auch, und ich hatte es vorhin schon angesprochen, durchaus etwas emotionaler, etwas persönlicher. Schöner Georg, 32, Werbefuzzi, meld dich mal bei mir. Eines von vielen, vielen hundert Liebesgesuchzetteln. Die mit Rotkäppchen und dem bösen Wolf auf dem Arm. Könnte ein Tattoo sein, gehen wir mal davon aus. Ja, folgender Aushang obliegt noch einer etwas größeren Dringlichkeit. Hallo Rawai, melde dich, du wirst Vater. Wir sind in der Schlossstraße in Steglitz. Was wir sehen, keine Kontaktdaten. Was wir wissen, jetzt weiß es vermutlich auch die ganze Nachbarschaft. Und gehen wir mal davon aus, wenn dann das Kind irgendwann da ist, dann braucht das Kind natürlich auch seinen Platz. Wir sind im Prenzlauer Berg. Wir tauschen Brautkleid oder Abendkleid gegen Kita-Platz oder Tagesmutter für die süße kleine Alma Wilhelmine. Spätestens jetzt wissen wir, woher dieser Aushang stammt, nämlich aus dem Prenzlauer Berg-Kollwitz-Viertel.
Was sehen wir aber auch auf diesem Aushang? Dass man mittlerweile in Berlin schon bereit ist, quasi sein letztes, sein einziges Brautkleid herzugeben, um noch eine Chance zu haben, vielleicht einen Kita-Platz zu erringen. Ja, wir bleiben noch im Suchensektor. Suche Schachspieler, Stundenlohn 1 Euro und Kaffee. Wir sind in Friedrichshain. Ich weiß nicht, ob man vielleicht in Hamburg oder Düsseldorf da noch eine Null dranhängen müsste, damit überhaupt so ein Gesuch auch nur ansatzweise ernst genommen wird. In Berlin, wir sind ja immer noch, was die Löhne anbelangt, unter Bundesdurchschnitt, ist sowas vermutlich anscheinend noch möglich. Ja, apropos 1 Euro. Berlin ist in manchen Teilen noch finanzierbar. Dreigangmenü, Bockwurst, Brot, Senf. Ein absolutes Schnäppchen. Etwas kostspieliger wird es schon, wenn man sich nun nach Moabit begibt. Ampel, Pizza auf Zuruf, Pizza, Salami oder Mozzarella, 3,50 Euro. Fahren Sie einmal im Kreis, wird direkt an Ihr Fenster gebracht. Was zeigt uns das? In Berlin ist man durchaus kreativ, auch neue Geschäftsfelder für sich zu erschließen und ein bisschen im Kreis um die Ecke zu denken. Ja, keine kommerzielle Botschaft, und davon gibt es auch sehr viele in Berlin. Angst vor Spinnen, Ärger mit ungebetenen Gästen, ich befreie sie davon, ohne dem Tier zu schaden, auch einzelne Wespen, Hornissen und Bienen, keine Tötung, der Spinnennotruf von Reinhard. Der Zettel hatte mich so interessiert, ich hatte dann Reinhard auch mal angerufen, wir haben uns getroffen auf einen längeren Café, war etwas ausufernd. Ein Satz ist mir noch im Gedächtnis geblieben, er meinte, letztendlich geht es ihm dabei gar nicht so sehr um die Menschen, sondern es geht ihm mehr darum, die Spinnen vor den Menschen zu retten. Ja. Auch das ist Berlin. Ja, was sehen wir hier? Keine klassische Note. Ich zeige Ihnen dieses Bild trotzdem, denn was wir hier sehen ist, man muss in Berlin letztlich alles, was für jemand anderen noch von gewissen Restwert sein könnte, irgendwie sichern. Und das bringt uns zum Thema Fahrraddiebstahl. In Berlin werden so pro Jahr laut offiziellen registrierten Zahlen um die 35.000 Fahrräder entwendet. Vielleicht mal eine ganz kurze Umfrage nochmal ins Publikum. Wem wurde schon mal das Fahrrad gestohlen? Einfach mal. Die ersten Reihen dürfen sich ruhig umdrehen. So, wem wurde das Fahrrad schon drei oder mehrmal gestohlen? Einfach die Hand oben lassen. Das sind immer noch, einfach mal reinrufen. Wer kann das toppen? Mehr als dreimal? Sieben. Herzlichen Glückwunsch. Sieben. Kann das jemand toppen? Ist sieben das Höchstgebot? Gut. Wie Sie gesehen haben, Sie sind damit nicht alleine. Es betrifft uns fast alle. Umso hilfreicher, wenn man in Berlin dann das Ganze auch in den Kiez hinein kommuniziert, wie in diesem Fall. Vorsicht, Fahrraddieb, wir kriegen dich, wir sind im Reuterkiez in Neukölln. Und jetzt achten Sie bitte mal ganz kurz auf die detailgetreue Täterprofilbeschreibung. Gebt acht, blond, deutsch, fett, 25 bis 30 Jahre, kurze Haare. Stellen wir uns einfach mal nicht die Situation vor, dass man ein, zwei von diesen äußerlichen Kriterien erfüllt und dann vielleicht am Samstagmorgen zum Bäcker schlendert und dann auf offener Straße gelyncht wird. Ja, auch ein Alltagsthema, was Berliner sehr emotionalisiert, Hundekot. Wer kackt, wird erschossen. Sie sehen auch das Corpus Delicti noch unweit vom Schild platziert. Hunde können bekanntlich noch nicht so gut lesen. Vermutlich ist die Nachricht direkt an den Hundehalter gerichtet. Pro Tag landen sie ja so um die 55 Tonnen Hundekot auf Berlins Straßen. Und das ist ein Thema, was sehr viele Menschen, wie Sie sehen, sehr aufbringt. Berlin wird immer internationaler, das ist auch gut so. Folglich haben wir auch oft Einsendungen in zum Beispiel englischer Sprache verfasst. Hello, drunk British guys. Wir sind im Samariterkiez in Friedrichshain. People are trying to live here, so knocking on doors and ringing doorbells at 5 in the morning is not cool. So weit, so gut. Looking forward to Brexit. Ja. Und was dieser Zettel auch aufzeigt, ist, wir in Berlin, wir meinen es dann vielleicht doch nicht immer so ganz unter der Gürtellinie, wie es vielleicht den Anschein erstmal hatte. Ja, die Internationalisierung von Berlin bringt dann durchaus auch die Herausforderung mit sich, zum Beispiel sich bestenfalls bilingual, zum Beispiel im eigenen Mietshaus ausdrücken zu können, mitteilen zu können. Wir sind in Wedding, bitte den Müllraum immer abschließen, Schlüssel zu Schließanlage und Gittertor passend. Alles klar, haben wir verstanden. Please complete the garbage room forever. Key to the gate locking system and fit. Ja? Das ist weder Englisch, noch Deutsch, noch Denglisch. Es ist halt Berliner Innenhof-Englisch-Slang. So, meine Damen und Herren, jetzt wird es ganz kurz höchst interaktiv. Ich möchte gemeinsam mit Ihnen Ihr Berlin-Wissen abfragen. Sie sehen jetzt gleich einen Aushang. Da ist ein Wort abgedeckt und es gibt vier Antwortmöglichkeiten und Sie haben dann die Qual der Wahl. Wir starten direkt in der Weserstraße in Neukölln. Für die, die die Weserstraße vielleicht in Neukölln nicht kennen, ein etwas lebendigeres Viertel. Man würde sagen, auch für das Partyvolk. Zugänglich.
Bullen rufen wegen lauter Musik wie erbärmlich. Zieht nach Punkt, 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 wenn ihr Ruhe wollt. Nicht schlecht, aber Sie bekommen 4 Antwortmöglichkeiten, dann dürfen Sie reinrufen. Es gibt A, Spandau, B, Charlottenburg, C, Brandenburg und D, bitte nehmen Sie es mir nicht übel, Düsseldorf. So, die Umfrage startet in diesem Moment. Wer ist für A? Einfach mal kurz die Hand heben. Durchaus, das sind so 10, 20, 15 Hände, die sich gehoben haben. Wer ist für B, Charlottenburg? Das waren mehr. Wer ist für C, Brandenburg? Die absolute Mehrheit, würde ich sagen. Und wer ist für Herrn Geißels Düsseldorf? Herr Geißel, es waren nur wenige. Ja. Gut, wir lösen es auf. Es ist Charlottenburg. Von denjenigen, die richtig lagen und zufällig in Charlottenburg wohnen, ist es da noch so ruhig? Nee. Ja? Ja oder nein? Nein. Zeiten ändern sich. Ja, ein weiterer kleiner Themenkomplex, den ich noch Ihnen darlegen möchte. Berliner Nachbarschaften. Warum? Da zeigt sich Berlin wunderbar im Sinne der Clash of Cultures, verschiedene Lebensentwürfe auf engem Raum zusammengebündelt. Das gibt einen sehr schönen, authentischen Einblick, wie die Menschen hier auch ticken. Und es ist immer gut zu wissen, welche Gefahren auch in der Nachbarschaft von oben drohen. Wir sind in der Bödecker Straße in Kreuzberg. Vorsicht, alter Mann spuckt vom Balkon. Ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er sein Rentnerdasein einmal gestalten möchte. Und nun begeben wir uns mal direkt in ein Berliner Mietshaus hinein. Liebe Mitbewohner, ich drehe am 11.03. einen Clip. Ich bitte um Nachsicht, wenn ich um 19 Uhr 4 oder 5 Mal schreie. Dieser Clip ist mir sehr wichtig. Ich weiß, dass jeder Mensch seine Ruhe verdient und diese steht ihm auch zu. Daher beschränke ich mich bewusst auf maximal 5 Schreien. Ja. Der Norman aus dem 4. OG bedankt sich vielmals. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal so eine Bekanntschaft mit einem Norman, hörtechnisch zumindest, in einem Berliner Mietshaus machen können. Und ja, auch das ist Berlin. An jene, die ihre Dachterrasse zu einem Club umfunktioniert haben, möget ihr euren Lebensabend als Hausmeister eines Schullandheims fristen. Sie sehen, hier kommen verschiedene Lebensentwürfe auf engstem Raum zustande. Manchmal ist es dann auch vonnöten, dass durchaus auch mal eine Hausverwaltung einschreitet und einen Zettel formuliert, wie wir hier sehen. Liebe Bewohner, können bitte jene, die vom Feiern nach Hause kommen, aufpassen, dass sie im Treppenhaus nicht mit denen zusammenstoßen, die auf dem Weg zur Arbeit sind. Danke herzlichst die Hausverwaltung. Übrigens noch einer der sympathischsten Hausverwaltungszettel, die bislang so eingesendet wurden. Und nun möchte ich Ihnen noch einen Zettel zeigen, der bei Notes of Berlin ja nicht weniger als Legendenstatus besitzt und Sie werden gleich sehen, warum. Wir sind in Kreuzberg, Downtown. Hallo Nachbarn, ich feiere heute ein bisschen. Wer Bock hat, kommt rum. Wird wohl lauter und länger. Also morgen früh bitte Ruhe im Haus. Danke, euer Arne. Und Arne bringt es auf den Punkt. Man hat einen Kater, man ist übernächtigt, man möchte ausschlafen. Ja, so sieht's aus. Ja, vielleicht bevor ich zum nächsten Thema noch überleite, was wir jetzt gesehen haben, war ein kleines Potpourri, so wie Berlin da draußen tickt. Das machen natürlich die Menschen aus, die hier wohnen. In Berlin mit seiner, ja, nennen wir es Offenheit, Freiheit, Toleranz, Akzeptanz, Kreativität, Skurrilität, wie wir gesehen haben, zieht natürlich viele Menschen bis heute noch aus allen Ecken von Deutschland und Übersee an. Und das ist ja auch gut so, das macht ja die Stadt aus, das hält die Stadt so lebendig. Und wer in Berlin aber jetzt noch einen Platz suchen möchte für sich, ein Dach über dem Kopf sucht, sowohl weil er umziehen muss oder weil er eben neu hierher kommt, der stellt sich mit vor einige Probleme gestellt. Und das wäre die Überleitung zu unserem folgenden kleinen nächsten Themenkomplex. Wohnst du schon oder suchst du noch? Und ich möchte Ihnen nun einen Einblick geben in eine ja durchaus kreative, aber auch verzweifelte Wohnungssuche, die in Berlin tagtäglich auf den Straßen stattfindet. Und der Zettel ist da ein wunderbares Medium, um da bestimmte Stimmungen auch abzulesen. Ja, auch hier eignet sich jetzt erstmal eine Grundsatzfrage zu stellen, mit wem muss man hier eigentlich schlafen, um eine Wohnung zu bekommen? Wir sehen keine Kontaktdaten, es wird also vielleicht nicht direkt eine Antwort darauf erwartet. Und ja, wenn der Geldbeutel stimmt, dann ist es natürlich möglich, den kürzesten Weg zu nehmen und vielleicht einfach erstmal 2500 Euro Belohnung anzubieten für die Vermittlung einer erfolgreichen Wohnung, Dachgeschoss, möglichst hell, möglichst ruhig, hier im Paul-Linke-Ufer. Oder man versucht es, so wie dieser junge Mann, na,
Jetzt klickt es sich gerade nicht weiter. Da sehe ich auch einen Pfeil. Vielleicht hat es sich aufgehangen, vielleicht auch nicht. Nein, wunderbar. Student, männlich, 30, am Rande des Nervenzusammenbruchs, sucht Wohnung hier im Kiez. Alle Unterlagen vorhanden, Belohnung, Kasten Bier oder Kuchen, man gibt, was man kann. Ein bis zwei Zimmer, maximal 550 Euro warm oder doch vielleicht für eine WG maximal 960 Euro warm. Immerhin wurden auch schon ein paar Zettel abgerissen. Ja, was sehen wir hier? Wer gibt, der kann. Lebenslanges Freibier für die Vermittlung einer Wohnung für den Barkeeper dieser Bar in Wilmersdorf für eine einfache Schmucke oder weniger Schmucke Einzimmerwohnung bis 450 Euro warm, irgendwo im mittigen Berlin, also vielleicht irgendwo im Ring. Ja, man kann es natürlich auch so versuchen. Suche kleine bis 1,5 Zimmerwohnungen, ca. 45 Quadratmeter. Ich auch. Und ich biete 451 Euro warm. Ja. Das ist freie Marktwirtschaft, jeder wie er möchte. Und die Telefonnummer darf natürlich nicht fehlen. Ja, so oder so kann man sagen, hier noch ein wunderbares Beispiel, was ich Ihnen darbieten möchte. Eins meiner persönlichen Favoriten. Warum? Ich finde es sehr sinnbildlich für Berlin. Ein ja so klassisches, biederes Thema Wohnungssuche, Wohnungstauschangebot auf sehr kreative Art und Weise angegangen. Wir sehen auf der linken Seite die Wohnung, die anzubieten ist, und auf der rechten Seite die Wohnung, die man gerne hätte. In der Mitte sehen wir drei glückliche Menschen, steht drunter, die noch glücklicher werden wollen. Und warum so sinnbildlich für Berlin? Da ist Kreativität drin, da ist Leidenschaft drin. Ja, da ist auch vielleicht eine Prise Idealismus drin, vielleicht auch Naivität, aber es zeigt auch den Aufwand, den man betreibt, um hier ein Dach über den Kopf noch finden zu können. Und natürlich, ja, positiv denken ist immer angebracht, so wie in diesem Fall. Optimist sucht für sich und seine Tochter zwei Zimmerwohnungen bis ca. 400 Euro warm in Tempelhof. Wir sehen aber auch, zwei Zettel wurden schon abgerissen, vielleicht aus taktischen Gründen auch selber, wir wissen es nicht. Wo sich Berlin aber auch leider hinentwickelt, und das offenbart dieser Zettel, finde ich relativ eindrucksvoll. Wohnung hier im Kiez wird frei, wir sind in Berlin-Mitte. Wem die Information, wo und ab wann, inklusive öffentlichen Besichtigungstermin, dieser Zwei-Zimmer-Wohnung frei wird, 15 Euro wert ist, kann sich per E-Mail melden. Für weitere 20 Euro kann man sich bei Bedarf auf die potenzielle Interessentenliste für eventuelle Nachmieter für die Hauseigentümerin setzen lassen. Ja, das Ganze steht hier unten natürlich noch als Erklärung. Da ständig neue Arten des Fundraisings erprobt werden, kommt der komplette Erlös der Aktion einem Kinder- und Jugendtheater zugute. Okay, soweit so gut, es wird nicht in die eigene Tasche gesteckt, aber es zeigt auch eine Entwicklung, die wir, glaube ich, nicht für gut heißen können, dass man mit der Not, mit der dringlichen Wohnungssuchnot der Menschen da draußen quasi Profit schlagen kann, weil es geht. Wir sehen, Zettel wurden auch hier schon mehrfach abgerissen. Ja, ich möchte Ihnen noch zum Abschluss Stimmungsbilder zum Thema Stadtentwicklung zeigen, vielleicht mit folgender Frage gestellt: Berlin, kannst du noch oder stirbst du schon? Und Ihnen einleitend folgenden Aushang zeigen: Für diesen Luxustraum starben ein Club und ein Baum. Wir sind im Prenzlauer Berg, Kiez. Und das Ganze wurde in der Kommunikation noch weitergefasst. Erst wenn die letzte Eigentumswohnung gebaut, der letzte Club abgerissen, der letzte Freiraum zerstört ist, werdet ihr feststellen, dass der Prenzlauer Berg die Kleinstadt geworden ist, aus der ihr mal geflohen seid. Und Fakt ist ja so, wir finden hier Berlin vor allem dann auch spannend, wenn es noch so bunt und vielfältig ist, auch in unserem eigenen Kiez. Aber vielleicht hat man dann trotzdem nicht Lust auf die nächtlichen Tumulte, die dann vielleicht ein Club mit sich bringt. Und es führt aber auch zu solchen Äußerungen: Scheiße, jetzt sind eure Kinder 20 und wollen die Clubs zurück, die ihr vertrieben habt, als sie drei waren. Ja. Was kann man festhalten, wie ist die Stimmung in der Stadt? Nun, sie ist vielleicht, hat man das Gefühl, die Menschen fühlen sich bedroht, eingeschränkt in ihren Freiräumen, und das führt natürlich durchaus zu wütenden Äußerungen, wie wir hier sehen können, aus Kreuzberg. Hallo, ich bin reich und würde gerne in diesem Haus eine Wohnung kaufen, am liebsten im Vorderhaus und mit Balkon. Falls ein Einzelkauf nicht möglich ist, nehme ich auch gerne das ganze Haus, bis maximal 3,5 Millionen. Das Geld bekomme ich ja dann durch Mieterhöhungen oder Vollsanierung mit Mieterwechsel wieder rein. Über eine Nachricht der Hausverwaltung freue ich mich. Den Kommentar, den sehen Sie. Ja, zu was führt es? Menschen versuchen, sich zusammenzuschließen, versuchen zusammenzuhalten, Gemeinschaften zu gründen, um Verdrängung zu verhindern, wie wir in diesem Fall eindrucksvoll sehen können. Wenn Sie dieses Haus kaufen,
bekommen Sie eine starke und organisierte Mietergemeinschaft. 54 Menschen und 4 Generationen Kampfgeist mit dem nötigen Know-how. Im Fall, dass Sie nicht achtsam sind, sehr viel Gegenwind. Kein leicht zu habendes Spekulationsobjekt. Inwiefern das wirklich abschreckt, das wissen wir nicht. Ich würde gerne meinen kleinen Impulsvortrag noch mit folgendem Aushang schließen, der auch wieder eine Frage aufwirft. Wohnst du noch oder gehst du schon? Berlin, ich liebe dich, aber ich kann mir dich bald nicht mehr leisten. Wenn ich gehe, gehst auch du. Und ich glaube, diese Botschaft kann und sollte uns Warnung sein, denn Berlin lebt von den Menschen, die hier leben. Und Berlin lebt auch von den Menschen, die hier hinzuziehen. Und sobald das nicht mehr möglich sein wird, dass einerseits Menschen wegziehen müssen und andere nicht mehr herkommen und die Stadt mit all ihrer Vielfalt und Internationalität und Kreativität mitgestalten, dann verliert Berlin natürlich auch an Wert. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin sehr gespannt auf die Podiumsdiskussion. Ich will nicht sagen, dass wir uns die schenken können, aber es ist wirklich interessant, auf welche Weise hier ein Soziogramm einer Stadt dargestellt wurde. Ganz viele Themen, die wir gleich sicherlich nochmal auf andere Weise ansprechen, sind angesprochen worden. Und die meisten, die hier sitzen, wissen ganz genau, wo es da tuckert, wo es da pocht und wo da das Problem ist. Im Übrigen, wir müssen nachher ein bisschen vorsichtig sein, kein BVG-Bashing. Ich habe Frau Nikutta hier vorne in der ersten Reihe gesehen. Die ist heute hier, worüber wir uns sehr freuen. Und ein bisschen Mitleid, ein bisschen Gefühl für Sie, weil Ihr Fahrrad wurde mehr als 3-mal gestohlen. Ihre Hand war oben, ja? Wahrscheinlich ist das der Impuls gewesen, dass Sie gesagt haben, so, ab jetzt nur noch Öffentliche, ja? Und wenn ich die Chefin werde, ist mir egal. Okay, gut. Sie haben es vorhin schon angekündigt, Sie haben sich Verstärkung geholt. Hier werden gleich insgesamt 3 Bürgermeister von 3 sehr unterschiedlichen Städten sitzen. 3 Männer, 3 SPD-Politiker und es wird interessant sein, ob diese 3 Städte mit denselben Problemen zu kämpfen haben, ob sich da vieles deckt oder ob es dann doch unterschiedliche Probleme sind. Fangen wir an mit dem ersten Bürgermeister Hamburgs, Dr. Peter Tschentscher. Kommen Sie bitte nach oben. Hallo. Bitte, ganz an Ihnen, ja. Den Oberbürgermeister Düsseldorfs, Thomas Geisel. Hallo, hier bitte, ja, hier, bitte. Und natürlich unseren Hausherrn, den Gastgeber heute, Michael Müller. Um das gleich zu klären, wahrscheinlich fragen sich das viele, sind Sie mit unserem Innensenator irgendwie verwandt, Herr Geisel? Nein, aber wir kennen uns seit 30 Jahren. Ach, und haben Sie sich zufällig durch den Nachnamen erkannt? Ich habe ja auch mal 10 Jahre in Berlin gelebt und wir hatten im Jahr 1991 gemeinsam den Vorsatz, die SPD ein bisschen aufzumischen. Hat ja super funktioniert. Ja, wir sind dann ganz unterschiedliche Wege gegangen, aber zufälligerweise ist er, glaube ich, am selben Tag, da ist er, glaube ich, Städtebausenator oder sowas geworden, an dem ich Oberbürgermeister in Düsseldorf wurde. Okay. Was ich über Ihre familiären Verhältnisse weiß, und auch das verdient Anerkennung, Sie haben nicht nur 5 Kinder, Sie haben 5 Töchter. Ich bin ein gesegneter Vater, ja. Alle Achtung. Und im Grunde ist das auch schon die Überleitung, Sie alle haben Kinder. Es ist, glaube ich, die Überleitung zu dem, wo wir hinwollen. Wir reden über die Zukunft der Metropolen und die Metropolen der Zukunft und das, was sich verändert. Wer Kinder hat, möchte natürlich über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Darf ich noch fragen, in welcher Altersspanne sich... Also meine älteste Tochter ist sogar hier, die lebt in Berlin, die ist 21 und dann haben wir Zwillinge, die sind 13, die Lotti ist 11 und die jüngste ist 7. Okay, das heißt, es ist wirklich alles dabei. Natürlich macht man sich Gedanken darüber, wenn man sieht, wie der Status quo jetzt ist. Wie wird es der 7-Jährigen gehen? Die Erwachsene, die steht jetzt so einigermaßen auf eigenen Beinen, da kann man es absehen. Und das leitet uns im Grunde schon hin zu diesem Thema, denn wenn wir über die Zukunft sprechen, müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, wo wir jetzt stehen. Wenn wir uns überlegen, wo wir hinwollen, wo stehen wir jetzt und wie sieht das aus? 75% der Deutschen leben in Städten, die Tendenz ist steigend. Sie alle 3 machen, davon gehe ich aus, Bürgersprechstunden. Vielleicht fange ich mal mit Ihnen an. Worüber sprechen die Leute? Was sind die Ängste, was sind die Probleme? Spielt da diese Zukunftsvision, Globalisierung, Digitalisierung schon mit rein? Ja, da gibt es alles Mögliche an Themen, aber es gibt 2 Themen, die immer führen. Also ich gehe in Stadtteile, wo ich dann angekündigt bin. Das ist kein individuelles Bürgergespräch, sondern da kommen dann so im Schnitt 200
Menschen aus dem Stadtteil. Ich erzähle 20 Minuten was von meiner Seite und dann werden Fragen gestellt, Kritik geübt. Zwei Themen führen, das ist günstige Wohnraumnachfrage und zweitens der Verkehr. Wir wollen keine Staus und es ist lästig, zur Arbeit zu kommen, nach Hause zu kommen. Mhm. Das sind die beiden führenden Themen. Ich führe das zurück auf den in allen Metropolen derzeit zu spürenden Effekt der Urbanisierung. Das heißt, die Menschen zieht es wieder in die sehr attraktiven Zentren und dann wird es eben enger. Wenn man eng aufeinander wohnt, dann hat das ökologisch eigentlich einen Wert. Diese urbane Verdichtung ist ökologisch sinnvoll, aber es gibt eben die zwei Phänomene. Wir brauchen dann ausreichend Wohnraum und wir müssen aneinander vorbeikommen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, haben wir in allen großen Städten der Welt diese beiden Grundprobleme. Wie ist das mit Ihnen, Herr Müller? Ja, diese Diskussionsveranstaltung gibt es auch, aber ich mache auch zweimal im Jahr richtig eine Bürgersprechstunde bei mir im Amtszimmer und da gibt es unterschiedliche Themen. Natürlich wird es auch ein bisschen durch die öffentliche Diskussion beeinflusst, wenn gerade große Volksentscheide sind, Randbebauung, Tempelhof, Schließung, Tegel, dann spielt das da auch eine Rolle. Bildung ist eigentlich immer dabei, Kita, Schule, Schulsanierung vor allen Dingen auch, Hortbetreuung. Wohnen auf jeden Fall ist mit dabei. Was in letzter Zeit ganz stark dazugekommen ist in allen öffentlichen Formaten, ist das Thema Gesundheit. Das nehme ich ganz bewusst wahr, dass immer stärker danach gefragt wird, wie geht es weiter mit den Themen Pflege, wie wird das Angebot sein, sind die Krankenhäuser darauf eingestellt, kann ich als alter Mensch in meiner Wohnung bleiben. Gesundheit ist im letzten, würde ich sagen, anderthalb Jahren ganz rasant nach oben gegangen, so in dieser Diskussion, in den Sprechstunden und wenn man über Probleme in der Stadt spricht, wo geht es dahin? Eine Sekunde noch, eine kurze Nachfrage. Ich überlege, wie reagiert man denn dann? Dann sitzen tatsächlich auch, es gibt ja so ganz, die ganz engagierten Bürger, die halt sich immer politisch einbringen wollen und die auch so rhetorisch ein bisschen zum Gegner werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass vor ihnen Leute sitzen, die sofort in ihr Herz schießen. Also Einzelschicksale, wo sie jetzt nicht als Bürgermeister sagen können, gut, ja, dann zahle ich jetzt mal für ein Jahr die Miete, wenn es knapp wird, sondern sie müssen ja versuchen, die Bürger auch zu beruhigen, ihnen auch Hoffnung zu machen, ohne zu viel zu versprechen. Naja, aber in dieser Sprechstunde, da guckt man ja schon als Bürgermeister, ob man helfen kann. Und es gibt sicherlich auch Situationen, wenn Kinder da nun auf eine bestimmte Schule wollen oder müssen und es kommt nicht mal an, irgendwie eine vernünftige Auskunft von der Bildungsverwaltung, warum nicht und warum geht es so nicht oder es geht nur anders, dass man dann als Bürgermeister auch hilft und sagt, nein, Moment, da gehen wir nochmal rein in die Verwaltung, da haken wir nach, findet man nicht doch eine Lösung. Sowas gibt schon. Und bei dem Thema Pflege und Gesundheit, natürlich, da wollen die Leute schon auch das Gefühl dafür bekommen, dass man es ernst nimmt und sich drum kümmert. Keiner erwartet, dass wir nun morgen Zehntausende weitere ausgebildete Fachkräfte haben, aber sie wollen hören, wann machen wir was? Nehmt ihr das ernst? Nehmt ihr dafür Geld in die Hand? Werden die Krankenhäuser saniert? Dafür sind die Sprechstunden schon da, das auch zu sagen. Was sind Ihre Themen, Herr Geisel? Also ich mache auch einmal im Monat einen OB-Dialog in den Düsseldorfer Stadtteil. Da gibt es einen ganzen Strauß von Themen, aber ich würde auch sagen, die dominierenden Themen sind das Thema Wohnen, vor allem eben die Preisentwicklung, die Mietpreisentwicklung. Die Menschen haben Angst, sie können sich irgendwann das Leben in der Großstadt nicht mehr leisten. Das zweite Thema ist Verkehr, das ist das Thema Verdichtung, das Thema Dauerstau, das Thema funktionierender ÖPNV, das Thema Fahrradwege. Gut, und dann gibt es natürlich stadtteilspezifisch noch, ich sage mal, das eine oder andere Wutbürgerthema, da geht es um die Erhaltung der historischen Gasbeleuchtung in Berlin oder Lärm ist immer ein sehr beliebtes Thema und da gibt es dann, das sind dann sehr stadtteilspezifische Dinge. Wutbürger, so nennen Sie uns also. Gut. Nein, ich sag mal, es gibt emotionalisierte Themen, wo ich manchmal in Düsseldorf denke, glücklich eine Stadt, die sich an solchen Themen solchermaßen emotionalisiert. Ja. Also es sind jetzt manchmal doch, wie soll man sagen, sind schon auch Luxusprobleme. Also das Thema Wohnungsbau, finde ich, ist gravierender und betrifft wahrscheinlich mehr Themen als, ja, ich sag mal, unsere historische Gasbeleuchtung, so schön sie ist, und wir werden sie auch erhalten. In Deutschland fehlen laut Hans-Böckler-Stiftung 2 Millionen Wohnungen. Lange war ja Berlin die Insel der Glückseligen. Es war ein Mietermarkt, es war ein Käufermarkt, das war alles ganz verrückt. Seit 10 Jahren steigen die Mieten in der Stadt oder stiegen sie seit 2010 um 70%.
Ich komme jetzt nicht mit ganz vielen Zahlen, nur mit zwei, drei sehr eindrucksvollen, wie ich finde. Die Bodenpreise in Friedrichshain-Kreuzberg sind innerhalb eines Jahres, haben die sich vervierfacht. In Düsseldorf, korrigieren Sie mich, falls ich mich irre, ist innerhalb eines Jahres sind die Quadratmeterpreise um 9,2% gestiegen, in Hamburg um 12%. Und ja, die Berliner Zahlen haben wir gerade gehört. Ich zitiere jetzt nochmal eine Umfrage der Zeit, wobei es bezieht sich auf Hamburg, aber ich glaube, es lässt sich auf Deutschland übertragen. 7 von 10 Hamburgern machen sich große oder sehr große Sorgen. Das Leben in der Stadt könne wegen der steigenden Wohnkosten für sie selbst zu teuer werden. Also man hat ja das Gefühl, dass der Wohnungsmarkt komplett außer Kontrolle geraten ist. Dabei gibt es ja durchaus Instrumente. Die einen greifen sehr gut, die anderen brauchen Zeit, aber über die Sie auch verfügen, die Politik verfügt, mit denen man den Wohnungsmarkt durchaus regulieren könnte. Fangen wir mal beim zentralen Problem an, jetzt auf jeden Fall für Berlin, ich weiß nicht, wie es für Ihre Städte ist, ausländische Investoren beispielsweise. Ganz viele Wohnungen werden als Kapitalanlagen gekauft, stehen leer oder werden extrem überteuert vermietet. Gibt es da Vorstöße? Es gibt vieles, was regulierend gemacht werden kann. Mietpreisbremse und wir haben dann so ein richtiges System. Neuvermietung, nicht so und so viel Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Aber am Ende muss man sagen, der Wohnungsmarkt ist ein Markt. Und da stellt sich die Miete ein nach dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Und wir haben in Hamburg viele Jahre, genau genommen 10, 11 Jahre, überhaupt keinen Wohnungsbau gefördert. Bis 2010 ist nichts mehr gemacht worden. Unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft hat nichts gemacht. Und ein neuer Senat hat 2011 dann gesagt, das ist ein großes Versäumnis und wir müssen nachholen. Und deswegen haben wir seit 2011 in Hamburg jetzt 80.000 Baugenehmigungen erteilt, also für Baugenehmigungen für 80.000 Wohnungen. 45.000 davon sind fertiggestellt und das nimmt Druck aus dem Wohnungsmarkt. Wenn Investoren, das liegt ja auch ein bisschen an der allgemeinen Wirtschaftslage, Geld in Immobilien stecken wollen, dann müssen wir ihnen die Möglichkeit geben, das im Neubau zu tun und nicht in Bestandsobjekte zu investieren und dann nach 2, 3 Jahren wieder möglichst mit Marge zu verkaufen. Das sind Fehlentwicklungen, die wir nicht gut in den Griff bekommen und deswegen sagen wir viel Wohnungsneubau, darauf achten, dass unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft davon einen großen Teil nimmt, die Genossenschaften und natürlich Sozialwohnungsbau, denn uns fehlt ja auch dieses günstige Segment. Wir haben in Hamburg das Phänomen, die Leute haben ihr Lebtag in Hamburg gearbeitet, kommen in die Rente, dann fehlen ihnen die entscheidenden 30-40% ihres Einkommens und dann können die sich nach 40 Jahren ihre eigene Wohnung nicht mehr erlauben. Und das ist richtig, da geht es nicht nur um Geld, sondern da geht es richtig um Frust, um Enttäuschung, um Wut, wo Leute sagen, ich habe 4 Jahrzehnte hier in dieser Stadt und für die Stadt gearbeitet. Und dann fühlen sich die Leute sozusagen am Ende ihres Lebens an den Rand gedrängt, in andere Stadtteile, einige müssen ganz aus Hamburg wegziehen. Das ist also auch ein soziales Dilemma, was wir dort haben. Und deswegen ist dieser Wohnungsbau unglaublich bedeutsam und wir kommen gut voran. Wir machen das jetzt noch ein paar Jahre so weiter und sind sicher, dass wir dann die Nachfrage und das Angebot wieder im Gleichgewicht haben. Warum Anders klappt als das bei Ihnen so gut? Also letztendlich ist ja überall Baugrund wirklich rar. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ach so, ja gut, dann legen wir mal los. Ja, es ist auch in Hamburg nicht einfach, aber wir sind etwas günstiger in den Ausgangsbedingungen. Wir sind fast so groß wie Berlin, haben aber nur halb so viele Einwohner. Das heißt, auch wenn wir in Hamburg das Gefühl haben, es überfordert uns ein bisschen, haben wir ganz gute Ausgangsbedingungen. Das ist in Berlin etwas schwerer. Wir haben dafür einen starken Pendlereinstrom. Wir haben 300.000 Menschen, die jeden Tag nach Hamburg reinpendeln. Aber alle hier, das gilt für alle Städte. Ja, das weiß ich nicht. Das Umland in Berlin ist nicht ganz so pendelintensiv bei uns. Aber das sind natürlich Leute, die, also jedenfalls ein Teil dieser Menschen, wohnen nur deshalb nicht in Hamburg, weil sie sich keine adäquate Wohnung leisten können. Die würden aber sofort nach Hamburg ziehen und damit weniger Verkehr, weniger Emissionen. Wir haben über Gesundheitsfragen gerade was gehört, weniger auch Luftbelastungen auslösen durch weniger Verkehr. Deswegen sage ich immer, Wohnungsbau hilft allen, die in Hamburg eine Wohnung haben, weil der Mietendruck abnimmt. Aber es hilft natürlich auch denen, die da sind, weil weniger Verkehr entsteht, wenn wir den Pendlern sozusagen das ermöglichen, dass sie dort wohnen können, wo sie ohnehin arbeiten und auch gerne wohnen wollen. Herr Geisel? Also das Pendlerphänomen haben wir natürlich auch. Tagsüber ist Düsseldorf mittlerweile eine Millionenstadt. Wir haben 350.000 Einpendler jeden Tag. Ich
bin völlig deiner Meinung. Ich würde auch sagen, wir werden das Gesetz von Angebot und Nachfrage nicht außer Kraft setzen können. Es hilft zunächst mal nur bauen, bauen, bauen. Wir müssen das Angebot erhöhen, um der steigenden Nachfrage einigermaßen Paroli bieten zu können, um irgendwann eben mal den, wie soll man sagen, die Mietpreisentwicklung der Einhalt zu gebieten. Ich glaube, eine zweite Sache, die wichtig ist, dass, also wir können es nicht dem Markt allein überlassen, denn wir haben natürlich auch das Phänomen in Düsseldorf, es gibt sehr, sehr begehrte, vor allem Innenstadtbezirke, wo im Prinzip jeder Preis bezahlt würde. Und deswegen haben wir in Düsseldorf ein Handlungskonzept Wohnen auf den Weg gebracht, das vorschreibt, dass bei jedem Bauprojekt, wo die öffentliche Hand, sagen wir den Bebauungsplan beispielsweise, macht, also wo wir irgendeine Entscheidungsbefugnis haben, dass mindestens 40% preisgedämpft sein müssen, 20-30% öffentlich gefördert, also die klassischen Sozialwohnungen. Wie lange gibt es eine Zeitspanne? Das gibt es seit 2013 und es gibt es für immer. Endlos, das wird dann das endlos. Wird immer, das also wird das immer. Wird jedenfalls auf absehbare Zeit angewendet werden. Wir haben 20-30% öffentlich gefördert, also klassischer Sozialwohnungsbau, 10-20% preisgedämpft, da gibt es einen Deckel bei gegenwärtig 10 Euro netto kalt pro Quadratmeter. Das ist auch nicht wenig, aber das ist zumindest wesentlich weniger, als das freie Spiel der Kräfte ergeben würde. Und da gibt es einen sehr breiten Konsens, dass man das macht. Da machen auch die auch private Investoren mit. Natürlich auch deswegen, dass nicht das passiert, was ja gerade eben gezeigt wurde. Ich habe auch mal viele Jahre im Prenzlauer Berg hier gewohnt, dass tatsächlich die Gentrifizierung dazu führt, dass im Prinzip der Charakter eines Quartiers verloren geht. Ich meine, man muss ja mal sagen, die Leute sind ja in Prenzlauer Berg gezogen und haben dafür auch hohe Mieten oder hohe Grundstückspreise gezahlt, weil sie die Hoffnung hatten, ich ziehe jetzt in einen ganz bunten Stadtteil mit einer Reputation, da ist eben Bohem und was der Künstler und eben Atmosphäre. Und heute stellen sie fest, ich wohne eigentlich nur noch unter Unternehmensberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten. Bürgermeister, ja, Bürgermeister, also ich weiß jetzt nicht, wo du wohnst, aber nein, aber ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, das ist auch ganz, deswegen gibt es da auch einen breiten Konsens. Die Menschen wollen, dass die Innenstädte vielfältig bleiben, dass die Innenstädte bunt bleiben. Das ist ja genau das, was im Prinzip den Reiz des urbanen Lebens ausmacht. Aber selbst wenn es gelänge, jetzt Stopp zu machen, ist es für viele Menschen einfach schon zu teuer. Es ist so wahnsinnig teuer geworden, dass sich viele Menschen, also früher hieß es ja immer maximal ein Drittel des Einkommens soll fürs Mieten ausgegeben werden. Das übersteigt inzwischen heute schon das Budget vieler junger Familien auch. Ich meine, sie werden tagtäglich wahrscheinlich nicht nur in den Bürgersprechstunden damit konfrontiert, mit dem Thema Bauen, dann läuft da irgendeine Sozialpreisbindung geradeaus. Also ich glaube, es gibt so ein Pi mal Daumen-Ding, das nicht so besonders günstig ist. Für 100 neue Wohnungen verliert man die Mietpreisbindung für, ich glaube, 9.000 habe ich gesehen, eine horrende Zahl jedenfalls, die dann wieder an den freien Markt gehen. Das ist, da kann man gar nicht so schnell löschen sozusagen, wie man möchte. Welcher Mittel können Sie sich denn bedienen? Denn das, was ich vorhin angesprochen habe, ausländische Investoren ausbremsen, das war ja, hatten Sie ja eigentlich auch, diesen Gedanken haben Sie ja gehegt. Ja, das, was wir als Städte machen können oder als Stadtstaaten, ich glaube, diese Instrumente sind sehr ähnlich und die reizen wir auch aus. Also da kann der eine ein bisschen mehr machen als der andere, weil er vielleicht die entsprechenden Gegebenheiten hat, aber wir setzen alle auf Bauen, auf Mietregulierung. In Berlin spielt tatsächlich auch Mietregulierung eine große Rolle, denn untypisch, wir haben 85% Mieterinnen und Mieter in unserer Stadt. Das muss man auch sehen, das ist in fast allen anderen Städten anders. Es gibt einen höheren Eigentumsanteil bei uns, immer noch im Wesentlichen Mieterinnen und Mieter und deswegen spielt das auch eine herausragende Rolle. Alle mietdämpfenden und mietregulierenden Maßnahmen vom Milieuschutz über Zweckentfremdungsverbot, Kappungsgrenzen, Verabredungen mit den Wohnungsbaugesellschaften, das machen wir alles auch, was das Bauen anbelangt, die ganzen Wege in den geförderten Wohnungsbau auch über die kommunalen Gesellschaften, das ist sehr ähnlich. Was wir jetzt brauchen, und das beginnt jetzt, viele von uns sagen zu spät, das, was wir brauchen, ist jetzt eigentlich ein ganz anderes Rad, was gedreht wird und das kann nur auch über die Bundesebene laufen. Wir brauchen große Bundessozialwohnungsprogramme. Wir brauchen das, was Andrea Nahles ja auch formuliert hat, ein Mietenstopp, Mietenmoratorium. Wir müssen Neuverabredungen haben bei dem Thema Modernisierungsumlage, Mietpreisbremse. Und das sind alles Dinge, die über das reine kommunale Handeln hinausgehen.
Ich glaube, dass es gut ist, dass das jetzt auf der Bundesebene auch erkannt wurde, dass wir hier ein großes sozialpolitisches Thema haben. Wir haben hier kein baupolitisches und kein wohnungspolitisches, wir haben hier ein sozialpolitisches Thema. Und dass wir jetzt gemeinsam, die Kommunen, die Länder, der Bund, gemeinsam solche Dinge auch angehen, das ist sicherlich überfällig, aber es passiert jetzt eben auch. Aber Sie werden schon darauf vorbereitet sein, dass Sie da auch den Kopf ein bisschen einziehen müssen. Denn es war ja auch die SPD-Regierung, die 2004 unter Wovereit wurde, glaube ich, die Hälfte aller Wohnungsbaugenossenschaften wurde verkauft. Nein, um Gottes Willen, Frau Rose, wir können uns heute in den Hintern beißen. Wir haben einen dramatischen Fehler gemacht. Wir haben die GSW verkauft. Das waren 60.000 Wohnungen insgesamt. Das war wirklich schlimm, aber wir haben 6 kommunale Wohnungsbaugesellschaften noch, die Berlinovo ist mit dabei, die jetzt noch praktisch dazugekommen ist als 7. und auch baut. Also so ist es nicht und trotzdem, was glaube ich viel schlimmer ist als dieser eine Fehler tatsächlich, der passiert ist, viel schlimmer ist, dass wir in der Phase, als die Stadt schon anfing zu wachsen, nicht rechtzeitig darauf reagiert haben. Weder beim Thema Personal noch beim Thema kommunaler Wohnungsbau. Es kamen schon mehr Leute, ich habe es vorhin gesagt, in Berlin ging das los mit 20.000, 30.000 pro Jahr, jetzt in den letzten 7 Jahren 40.000 pro Jahr, die gekommen sind. Und wir haben immer noch Personal reduziert und wir haben immer noch unseren städtischen Gesellschaften gesagt, es reicht, wenn ihr verwaltet. Und das holen wir jetzt praktisch auf. Jetzt sind wir zu spät eingestiegen, beinahe ähnlich wie ihr in Hamburg. 2011, 2012 begann das dann, dass wir wieder gesagt haben, wir müssen selbst bauen, wir müssen Wohnungen dazu kaufen, wenn wir das können, wir müssen selbst bauen, wir haben mehr eingestellt. Aber wir laufen praktisch diesen 3, 4 Jahren hinterher, wo wir früher hätten anfangen müssen. Das empfinde ich, muss man auch selbstkritisch sagen, als Fehler, der damals passiert ist. Und jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen Zeit einplanen, bis wir das ausgleichen können. Aber da sind wir ja bei den beiden Punkten, die über die Regulierung hinaus sozusagen für den Wohnungsmarkt in Anführungsstrichen gut sind. Wenn wir eigene Wohnungen haben als Städte, Wohnungsbaugesellschaften, die der Stadt gehören, dann sind das langfristig Wohnungsbestände, die nicht sozusagen zur Renditemaximierung von irgendeinem abstrakten Kapitalmarkt genutzt werden. Deswegen bauen wir in Hamburg jetzt unsere Wohnungsbaugesellschaft, haben wir gesagt, 2000 Wohnungen jedes Jahr müsst ihr neu bauen. Das zweite große Portfolio, wenn man so technisch sagen darf, sind die Wohnungsbaugenossenschaften. Die haben bei uns in Hamburg, genau wie die städtische Wohnungsbaugesellschaft, auch so 120.000, 130.000 Wohnungen im Bestand. Die bleiben immer für die genossenschaftlichen Wohnprojekte sozusagen günstig erhalten. Und deswegen machen wir es in Hamburg jetzt so, wenn wir größere Grundstücke verkaufen, muss man ein bisschen darauf aufpassen, es gibt so beihilferechtliche Diskriminierungsfreiheitsvorgaben, wie man was verkauft, aber wir können sagen, dieses Grundstück kriegt primär jemand, der Bestandhalter bleibt. Und bums, haben Sie ein paar Leute nicht mehr im Angebot, die sagen, eigentlich kaufe ich jetzt das Grundstück, will da Wohnungsbau machen und in 10, 15 Jahren will ich das aber als Renditeobjekt veräußern. Mhm. Die haben sie dann nicht mehr so in der Grundstücksnachfrage. Ja. Und damit können wir etwas gezielter genossenschaftliches Wohnen und eben auch städtische Wohnungsbaugesellschaften unterstützen. Ich sage Ihnen mal als Vergleichswert, die genossenschaftlichen und die städtischen Wohnungsbaubestände haben eine Durchschnittsmiete in Hamburg. Da sind die etwas moderneren Wohnungen mit drin, die etwas höher liegen, von 6,50 Euro pro Quadratmeter kalt. 6,50 Euro pro Quadratmeter, das ist ein großer Teil des Wohnungsbestandes in Hamburg und der bleibt auf Dauer sehr, sehr stabil in den Mieten. Ein bisschen kommt was dazu, weil wir auch sagen, die städtische Wohnungsbaugesellschaft soll ja auch ihren Bestand pflegen, anständig sanieren. Wir hatten mal eine Zeit lang, da waren die Wohnungen in einem erbärmlichen Zustand, dann hat man auch Probleme. Aber damit können wir in einem Wohnungsmarkt einen guten Mix herbeiführen, wo Wohnungen eben nicht wirklich nur ein Wirtschaftsobjekt sind, sondern wo man anerkennt, dass viele Menschen mit geringerem Einkommen einfach ein Dach über dem Kopf brauchen. Mhm. Nun besteht ja der Mix einer Stadt nicht nur aus Menschen mit geringem Einkommen, aber es gibt ja auch viele Menschen, die irgendwie so dazwischen sind und die Geld angespart haben. Sie haben eben das Thema Eigentum angesprochen. Das würde ich jetzt hier gerne vielleicht fast schon abschließend für das Thema Wohnungsmarkt reinbringen. Ich möchte Sie auch nochmal an Ihre Fragekarten erinnern. Wenn Ihnen also was auf der Seele brennt, notieren Sie Ihre Fragen. Die werden so in, weiß ich nicht, 25 Minuten eingesammelt, aber wir haben ja auch noch andere Themen. Wir müssen so ein bisschen galoppieren und sicherlich können wir leider nicht alles vertiefen.
Eigentum, 15% in Berlin, in Hamburg sind es glaube ich 22%, das ist nicht sehr viel, sehr viel mehr, bei Ihnen sind es glaube ich 42% immerhin. Also in Berlin hat es natürlich auch historische Gründe, nach dem Zweiten Weltkrieg brauchte man ganz schnell, hier war viel zerstört, man brauchte ganz schnell auch für die Heimatvertriebenen neue Wohnungen, also insofern hat sich das alles, das kann man alles erklären, aber das liegt jetzt auch wirklich 70 Jahre zurück. Jemand, der heute ein bisschen was gespart hat und sich sagt, ich möchte selbst in meiner eigenen Wohnung oder in einem kleinen Häuschen, nehmen wir mal eine Wohnung, leben, der erstickt an den Nebenkosten des Kaufs. Jemand, der für 280.000 eine Wohnung kaufen will, muss 42.000 Euro aufbringen für die Nebenkosten, weil er einen Makler hat, was keiner versteht, dass diese Courtage so hoch sein kann. Keiner von uns, wenn wir ganz ehrlich sind. Dann gibt es natürlich noch die Notarkosten und die Grunderwerbsteuer. Das ist ein Killer, 42.000 Euro. Also das kann man sich im Grunde gar nicht leisten. Die Frage ist, warum hilft da die Politik nicht auch ein bisschen, weil es geht ja nicht darum, dass ein Wohnungsbesitzer heute automatisch, dass man so eine Kapitalismusdebatte aufmachen muss. Das ist ja auch eine Absicherung gegen Altersarmut beispielsweise. Naja, die Diskussion gibt es ja auch um das Umkehren der Maklerkosten, also dass es eben nicht der Käufer, sondern der Verkäufer auch tragen muss. Ich glaube, da wird es auch Veränderungen geben oder auch eine weitere Begrenzung bei der Grunderwerbsteuer, auch das wird diskutiert, die abzusenken, zumindest bis zu bestimmten Einkommenshöhen und so. Ich glaube, da tut sich auch was. Was in der Berliner Politik zumindest, vielleicht ist es in den anderen Städten anders, aber mitunter auch eine Rolle spielt in der Diskussion, ist, dass es noch obendrein eine staatliche Förderung geben sollte für den Eigentumserwerb. Mhm. Und darauf, das muss man offen sagen, konnten wir uns nicht verständigen. Da hat nun tatsächlich diese Koalition auch gesagt, wir wollen unsere Kräfte tatsächlich konzentrieren auf unsere Instrumente, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. Und das sind die kommunalen Gesellschaften. Das Geld, das wir zur Verfügung haben, das stellen wir den kommunalen Gesellschaften zur Verfügung für Wohnungsbau, für Mietwohnungsbau. Darauf konzentrieren wir uns. Oder dass die Grundstücke eben gar nicht mehr verkauft werden in Berlin, sondern sie werden nur noch an Erbpacht vergeben oder den kommunalen Gesellschaften sogar übertragen, damit sie wieder und dann noch mit staatlichem Geld unterstützt, günstiger bauen können. Das muss man offen sagen. Wir wollen gerne alles unterstützen, was die Nebenkosten reduziert für die Käufer, aber weitere staatliche Programme, Förderprogramme sehe ich tatsächlich bei uns nicht. Also ich wäre auch nicht, also es ist ärgerlich, dass die Nebenkosten so hoch sind, aber wenn man sich mal anschaut, wie die Nebenkosten sich entwickelt haben und wie sich die eigentlichen Kosten entwickelt haben, ich sage mal, die Hauptmitnahmeeffekten finden bei denen statt, die Wohnungen verkaufen. Also wenn man sich mal überlegt, wie sich angeblich, ich bin ja nicht sicher, ob da nicht auch dramatische Margenzuwächse dahinter stecken, wie sich die Baukosten gesteigert haben. Früher konnte man in Berlin vor 8 Jahren noch eine Eigentumswohnung für 2.500 Euro pro Quadratmeter kaufen. Heute sind wir, glaube ich, beim Doppelten, wenn es überhaupt reicht. Und da kann ja nun keiner sagen, dass das nur die Baukosten sind. Mhm. Und das sind auch mit Sicherheit nicht nur die Bau- oder die Nebenkosten, die Erwerbsnebenkosten, sondern da wird eben richtig Kasse gemacht. Und das Schlimme ist, dass die Wohnungen finden trotzdem ihren Abnehmer. Ja. Das ist das Thema des billigen Geldes. Und ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, wenn man das jetzt fördert, dass dann eben letztlich der verkauft, eben das auch noch gewissermaßen mit einfakturiert und noch mehr Geld macht. Also ich genau bin nicht sicher, ob es richtig ist, hier den Ansatz zu machen, da genauso wie Sonderabschreibungen auf Wohnungsbau, die brauchen wir in Düsseldorf nicht. In Düsseldorf ist es so profitabel, Wohnungen zu bauen für jeden, der dies tut, dass ich da nun sage, ich befürchte, da sind mehr Mitnahmeeffekte drin. Das ist so nach dem Motto, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das befürchte ich auch. Wir können den Markt nicht austricksen. Wenn Sie 10 Wohnungen verkaufen und Sie geben einem Makler den Auftrag, guck, was du kriegen kannst, und wir würden die Grunderwerbsteuer zum Beispiel abschaffen, das ist ja auch mal so ein Klassiker, dann wären die 4,5%, die wir in Hamburg haben, in anderen Ländern ist es ein bisschen mehr, würden natürlich alle, die jetzt überlegen, kriegen sie die Wohnung, können sich das erlauben, würden diese 4,5% gedanklich rausnehmen, hätten also ein bisschen mehr Luft in ihrer Finanzierung für den wirklichen Kaufpreis und zack, wären wir wieder bei den gleichen Veräußerungspreisen. Da bin ich mir fast sicher. Und deswegen ist das okay, wir haben unsere Grunderwerbsteuer nicht erhöht,
Würde man sie wegnehmen, hätte man es übrigens noch leichter, Wohnungen zu kaufen und zu verkaufen. Also man hätte noch leichter spekulative Tendenzen in den Wohnungsmärkten. Aber letztlich können wir den Markt nicht außer Kraft setzen. Wir brauchen eigentlich mehr Angebot für die Nachfrage und alle anderen Effekte, die jetzt die Immobilienpreise nach oben gebracht haben, diese niedrigen Zinsen, die hohen Baukosten. Die Bauwirtschaft in Hamburg ist überausgelastet. Das heißt, wenn wir jetzt Ausschreibungen machen, gibt es manchmal gar keine Angebote mehr, weil die Handwerksfirmen sagen, ich bin eigentlich schon ausgelastet, was soll ich da nach einer Ausschreibung teilnehmen? Das heißt, das sind natürlich auch alles Effekte, die daran liegen, dass wir 10 Jahre lang ein bisschen geschlafen haben. Also nicht wir, ich sage jetzt mal wir als Stadtregierung, auch wenn wir nicht als Personen dabei waren. Und nun haben wir diesen Trend zur Urbanisierung. Wir haben alte Wohnungsbestände, die auch ein Stück weit sanierungsbedürftig geworden sind. Und nun müssen wir nachziehen. Und da ist der Wohnungsmarkt, der reagiert, die Nachfrage reagiert schneller, als wir im Angebot hinterherkommen. Das wird so bleiben, das wird auf absehbare Zeit so bleiben. Das wird nicht ewig so bleiben. Wir hatten auch Phasen, in denen sind die Leute aus den Städten rausgezogen. Auch Hamburg ist zum Beispiel geschrumpft einige Jahrzehnte lang. Also darf ich nicht vergessen. So, und dann kommen sie, in Bremen hat man Wohnungsbestände abgerissen, wegen Leerständen in bestimmten Phasen. Wir müssen vermeiden, sozusagen immer in solche Löcher zu fallen und dann wieder Spitzen zu haben. Deswegen stetiger Wohnungsbau, auch ein bisschen die Nerven behalten, wenn man das Gefühl kriegt, oh, jetzt kriege ich die Miete nicht mehr. Und das können wir als Stadt oder als Staat einigermaßen sicherstellen über unsere Wohnungsbaugesellschaften. Aber dieser Schweinezyklus, den ist dann manchmal oder den wir beobachten können, der geht nicht ewig in eine Richtung. Ich gebe Ihnen ein paar deutliche Zahlen mit auf den Weg, den ich jetzt, ich fand die sehr interessant. Da geht es auch um Eigentum, weil ich so dachte, wir sind eines der reichsten Länder Europas, de facto das 7. reichste, aufs Bruttoinlandsprodukt runtergerechnet. In Deutschland liegt das bei fast $42.000 pro Person. In Rumänien liegt es bei $9.500. Und die Rumänen sind diejenigen, die zu 96% in eigenen Immobilien leben. Also das, man kann wirklich nicht davon sprechen, dass das jetzt wirklich so ein Reichtumsfaktor ist. Also die haben scheinbar ein System gefunden, auch wenn man Deutschland sicherlich nicht mit Rumänien vergleichen kann. Aber es gibt auch sehr viele andere Länder, in denen die Rate der Besitzer sehr viel höher ist. Es gibt jetzt am Freitag den Wohngipfel. Ich glaube, Sie haben es vorhin auch ganz kurz genannt. Welche Impulse können jetzt abschließend für dieses Thema von diesem Wohngipfel ausgehen, vielleicht auf bundespolitischer Ebene? Naja, erstmal muss das Signal kommen, dass alle verstanden haben, dass wir hier nationale Anstrengungen brauchen und nicht jeder für sich irgendwas macht. Das auch, das natürlich wird so weitergehen, dass jeder mit seinen Instrumenten arbeitet, aber es muss das Signal kommen, auch des Innenministeriums, die ja dafür zuständig sind, des Kanzleramtes, des Wirtschaftsministeriums. Hier ist eine nationale Anstrengung gefordert, das ist ein soziales Thema und da muss es entsprechende Unterstützung der Bundesebene geben. So, das ist der Auftakt diese Runde im Kanzleramt und ich glaube schon, dass das wichtig ist, wenn wir noch etwas verabreden können, wenn jetzt eben, wie gesagt, so ein Sozialwohnungsprogramm, wenn das konkret vorgelegt wird und es wird verabredet, wie das in den Ländern ankommt, umso besser. Aber ich glaube, es wird eher ein Auftakt in diverse weitere Arbeitsrunden auch sein. Also ich glaube, was wirklich entscheidend ist, ist, dass Mittel bereitgestellt werden für den öffentlich geförderten Wohnungsbau. Also wenn man sich anschaut, was wir in Hamburg und Berlin wird es genauso sein, jedes Jahr an Sozialwohnungen verlieren. So viel können wir kaum nachbauen. Allein in Düsseldorf gehen jedes Jahr zwischen 800 und 1000 Wohnungen aus der Sozialbindung. Das sind dann die saniert werden. Da hat man jetzt Gott sei Dank die Sanierungsumlage abgesenkt von 11% auf 8%. 11% muss man sich mehr vorstellen. Das ist eine Rendite, die können Sie heute nirgends mehr verdienen, außer mit der Sanierung von Wohnungen. Und das sind ja immer die Wohnungen, die aus der Sozialbindung entfallen. Das sind die ersten Kandidaten für die Sanierung. Kann man denn zweimal verdienen? Erstens mit der Sanierungsumlage und zweitens natürlich mit nachhaltig höheren Mieten. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir da eine klare, da müssen wir wirklich richtig Geld investieren, da natürlich auch für den kommunalen Wohnungsbestand. Denn der Punkt ist ja der, dass, wie Peter sagte, darüber verfügen wir, damit können wir tatsächlich als Kommunen auch ein Stück weit mäßigend auf die Kapriolen auf dem Wohnungsmarkt einwirken, da wenn man, sagen wir, einen bestimmten Sockel an öffentlich geeigneten Wohnungen hat, das hilft ein bisschen, die schlimmsten Entwicklungen einzudämmen. Einen Punkt kann ich noch sagen zum Wohnungsbaukosten. Wir haben ja, Kleidung wird industriell in Serie hergestellt, Möbel werden nicht mehr individuell getischlert.
Aber Wohnungsbau ist bei uns immer noch individuelle Einzelarbeit. Das macht die Sache sehr teuer. Wir haben uns vorgenommen, Neubauwohnungen, gute Neubauwohnungen zu bauen für Anfangsmieten von 8 Euro pro Quadratmeter ohne staatliche Förderung, in die wir günstige Grundstücke dafür zur Verfügung stellen und, wie wir das nennen, Standardbauten errichten. Das haben wir bei einem privaten Wohnungsbauunternehmen uns angeguckt. Das sind hochwertige Wohnungen, Eichenparkett, Fußbodenheizung, bodentiefe Fenster, sehen total schick aus, sind aber Standardgrundrisse, die man sozusagen leicht immer wieder bauen kann. Von außen sehen die Gebäude sehr individuell aus, die Fassaden können sie gestalten, aber innerlich sind das sozusagen Standardbauten und die Handwerksfirmen können diese hochwertigen Gebäude einfacher und zügiger bauen als individuelle Grundrisse. Ja, mit Sicherheit. Es gibt ja auch das möchten wir gerne haben, weil am Ende muss eine immobilienwirtschaftliche Kalkulation auch immer aufgehen. Und wenn die Bauwirtschaft überausgelastet ist, kommen wir schneller voran, wenn wir auch mit solchen, das müssen dann standardisierte Baugenehmigungen sein, die hat man einmal genehmigt, diese Bauten, dann muss das Bauantragsverfahren nicht mehr so lange laufen. Und wenn uns der Bund da ein bisschen helfen kann, durch Bauordnungen und Vorschriften, die wir dann brauchen, was ökologische Standards und Ähnliches angeht, da können wir noch ein bisschen was rausholen. Aber das wissen ja auch generell, viele Experten. Also ich würde ja mal sagen, auch eine Vereinfachung des Planungsrechts. Ganz also, genau. Was wir die heute Bauvorschriften, für Bauvorschriften genau. haben, ja, ganz im genau. Planungsrecht, im Bauordnungsrecht. Wenn man das also, weiß. Was heute alles als gesunde Wohnverhältnisse, das ist ein Wust an Vorschriften, die auch, glaube ich, mit dem Geschmack eines modernen Großstädters gar nichts mehr zu tun haben. Das ist ja die Vorstellung, dass man also unterschiedliche Nutzungen hermetisch voneinander abriegeln muss, dass also Arbeiten, Lassen Wohnen Sie uns und sonst das was nicht zusammengeht. Das alles jetzt mal etwas abkürzen, weil im Grunde gäbe es jetzt noch 80 Fragen, die wir stellen zu den Bauvorschriften beispielsweise oder warum man nicht akuter etwas baut, das dann eben nicht für die Ewigkeit ist, aber leider fehlt uns jetzt die Zeit. Vielleicht schreiben Sie es auch auf Ihre Fragekarten, die zum Teil auch schon eingesammelt werden. Also wer keine Wohnung in der Stadt findet, der weicht aufs Umland aus. Das ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Das ist bei uns natürlich Brandenburg. Sie sind sowieso in so einem Riesenballungszentrum. Also ausweichen ist dann in Ordnung, wenn es eine Anbindung zum öffentlichen Personennahverkehr gibt, wenn der in Ordnung ist. Allerdings kann man auch da sehen, dass auch da die Mietpreise in den letzten Jahren gestiegen sind. Ja, dieser Speckgürtel und auch das, was da drüber liegt, ist auch jetzt irgendwie kein Schnäppchen mehr. Aber dann sind wir jetzt schon in der wahrscheinlich sehr kurzen Mobilitätsdebatte. Sie beschäftigen sich ja mit den Konzepten für die Zukunft Ihrer Städte, die Sie beschützen müssen und die Sie möglichst gut ausrüsten. Was steht denn da ins Haus? Was wird sich verändern? Was muss sich verändern? Naja, es muss einen anderen Mobilitätsmix geben. Es ist ganz klar, der ÖPNV, Rad- und Fußverkehr müssen Vorrang haben. Ich habe die Wachstumszahlen ja eben genannt. Das ist gar nicht mehr zu bewältigen, wenn wir weiter sagen, naja, es ist doch gut und richtig, wenn jeder mit seinem Auto kommt. Selbst wenn die Autos pro Kopf praktisch Bevölkerung immer weniger wären, wären es in der absoluten Zahl immer mehr durch das Bevölkerungswachstum. Und das ist dann irgendwann auch nicht mehr zu bewältigen und wir stehen nur noch im Stau. Das heißt, wir müssen den Radverkehr ausbauen. Das ist auch etwas, was die Berlinerinnen und Berliner auch wollen. Wir hatten dazu ja ein Volksbegehren. Es ist ja nicht nur so, dass das einfach im politischen Raum eine Rolle spielt. Es hat in der öffentlichen Diskussion eine große Rolle gespielt. Man darf den Fußverkehr nicht vergessen. Das geht immer so mit unter und wird schon irgendwie sich selbst organisieren. Nein, da kann man auch viel machen. Aber natürlich, der ÖPNV muss Vorrang haben und deswegen gibt es ja auch große Investitionsprogramme in neue U-Bahnen, in Straßenbahnen, Ausbau auch im Westteil der Stadt, in eine neue Busflotte, Elektromobilität auch im ÖPNV. Alles das spielt ja eine Rolle. Wir Hamburg und Berlin haben uns da gemeinsam verabredet, auch für den Einkauf und für den stärkeren Ausbau der des Elektromobilangebots im ÖPNV. Also das ist zwingend und ich will auch ein bisschen widersprechen bei den Vorschriften. Die Zustandsbeschreibung ist völlig richtig. Wir haben uns bei den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene da auch viel mehr vorgenommen und haben es nicht hinbekommen. Sind wir wieder beim Bauen? Moment. Beim Thema, wie man mit bestimmten Vorgaben und Vorschriften umgeht. Es ist nur so, dass viele Leute sich inzwischen auch jenseits dessen, was Politik will, ihre Rechte und ihren Komfort einklagen. Und das erleben wir bei Mobilität eben auch.
So, wir müssen einfach auch uns damit auseinandersetzen, egal was wir politisch beschließen, dass viele Leute auch sagen, sie akzeptieren bestimmte Dinge nicht mehr. Sie akzeptieren eine bestimmte Lärmbelastung, eine bestimmte Umweltbelastung nicht mehr. Sie klagen sich ihr Recht auch ein und sie bekommen Recht. Also wir müssen auf jeden Fall darauf reagieren. Das, was wir jetzt haben, die ganze Diskussion um den Diesel, das sind inzwischen Gerichtsurteile von der Umwelthilfe natürlich, aber auch von Privatpersonen. Aber was bedeutet das denn? Das lähmt ja die Saga, die Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft, die hat 50 Verfahren, glaube ich, zeitweise von Bürgerinitiativen oder von Einzelpersonen, die klagen, weil sie keine Verdichtung wollen, not in my backyard. Also natürlich, die Stadt soll wachsen, aber bitte nicht nebenan. Also es ist ja was heißt das denn, wenn ständig aber jeder alles blockieren kann? Ja, das ist natürlich jetzt die Reaktion darauf, dass wir auch Bedingungen haben, die jetzt wirklich sehr störend sind. Aber wir haben doch in der Vergangenheit das gesehen. Wenn wir vor 100 Jahren nicht begonnen hätten, in Hamburg eine U-Bahn zu bauen, dann würden wir jetzt schon komplett gelähmt sein. Ist klar. Ja, aber das heißt doch, dass man in einer urbanen Verdichtung die leistungsfähigen Verkehrsträger braucht. Das sind U- und S-Bahnen bei uns. Und das bedeutet eigentlich auch, dass man möglichst vielen Menschen über die U-Bahn transportieren sollte, weil das ist unterirdisch. Oberirdisch wird der Raum nicht größer. Wir können unsere Stadt nicht einreißen und neu bauen, um dann breitere Straßen zu haben, damit noch mehr Menschen mit dem Auto fahren können. Also ist die einzige Lösung, eine zusätzliche U-Bahn-Linie, die U5 in Hamburg zu bauen und auf den bestehenden Linien mehr Stationen anzuordnen. Warum? Mit jeder Station bekommen 10.000 Leute mehr fußläufigen Zugang zur U-Bahn oder S-Bahn. Und zack, 20 Minuten später sind sie in der Innenstadt. Das ist so komfortabel, dass das reihenweise Leute freiwillig nutzen. Und jeder, der die U-Bahn benutzt, macht den oberirdischen Raum frei für Fußgänger, Radfahrer, super, aber auch noch für die, die ein Auto fahren wollen oder müssen. Wir müssen gar keinen Kampf führen, einen Verkehrsträger gegen den anderen. Wir müssen den leistungsfähigsten Verkehrsträger, den die Metropolen haben, anständig fördern. Unsere U- und S-Bahn platzen aus allen Nähten. Wir haben, habe ich gestern im Hamburg-Journal erfahren, 450 Millionen Fahrgäste, so viel gab es noch nie. Aber wir haben noch zu wenig lange U- und S-Bahnen, die in Hauptverkehrszeiten eingesetzt werden können. Die Züge müssen kürzer, in kürzeren Abständen fahren. Wir brauchen längere Busse. Wir haben eine unglaubliche Nachfrage und müssen nur hinterherkommen mit dem Angebot. Kennen Sie das Wort Schienenersatzverkehr? Ja, ich kenne da ganz, irgendwo auf einer S-Bahn-Linie von Harburg in die Innenstadt oder von Bergedorf in die Innenstadt eine Störung ist, dann liegt der ganze Stadtteil lahm. Das zeigt, wie angewiesen wir darauf sind, dass diese Verkehrsträger funktionieren. Und ich bin 100% sicher, wenn wir das ausbauen, wir werden im Dezember beginnen mit unseren Verkehrsbetrieben, haben wir das vereinbart, in den Hauptverkehrszeiten die Kapazitäten durch kürzere Taktzeiten, längere Züge und längere Busse um über 20% zu erhöhen. Zack, werden die Leute sagen, jetzt stelle ich mich wieder nicht wie eine Ölsardine in so einen Waggon, sondern ich fahre mit einer Zeitung in der Hand zur Arbeit. Mhm. Und das wird die Lösung sein. Und wenn man sich vorstellt, dass das alles E-Mobilität ist, also Zugfahren, U-Bahn fahren ist E-Mobilität. Das ist gleichzeitig das Problem für unsere Luftbelastung und für die Lärmfragen. Und insofern, glaube ich, liegt die Lösung auf der Hand. Wir müssen nur zupacken und gucken, wie wir die Zeit überbrücken, bis die neue U-Bahn fertig ist. Denn das sind ja Jahrhundertprojekte. Und ich habe immer eine Schwierigkeit, den Leuten zu sagen, ihr steht jetzt im Stau, in 10 Jahren ist die U-Bahn fertig. Dann sagen die, das ist mir ein bisschen langatmig, könnt ihr nicht schneller was machen? Und deswegen arbeiten wir jetzt mit diesen zusätzlichen Stationen auf den bestehenden Linien. Die können wir in 1-2 Jahren herstellen. Und indem wir einfach die Kapazität der bestehenden Linien erhöhen. Und dann gibt es noch einen Trick, die letzte Meile zu organisieren. Ja. Viele sind genervt, sie kommen bis zum Haupt, zum Bahnhof noch hin. Und dann haben sie noch 3 Kilometer, wo nichts mehr fährt. Und 23.10 Uhr erst recht nicht mehr. Mhm. Also brauchen wir moderne Konzepte. Wir machen jetzt so ein Pilotprojekt, um diese letzte Meile komfortabel zu machen. Mit dem ÖPNV-Ticket kann man sich über eine Smartphone-App so eine Art Van, also einen etwas größeren Taxi bestellen. Und dann ist man in 3 Minuten auch auf dem letzten Weg zu Hause. Mhm. Und da bin ich ziemlich sicher, wenn das Schule macht, können wir uns vor Fahrgästen gar nicht mehr retten. Und die Anteile des ÖPNVs am Gesamtverkehrsaufkommen werden sprunghaft steigen. Das sehen wir jetzt in Hamburg schon, dass die Anteile jedes Jahr größer werden und der Autoverkehranteil wird kleiner. Und die Linie müssen wir nur ein Stück verlängern, dann kommen wir durch. Herr Müller, ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihnen damit jetzt Böses tue, aber
und korrigieren Sie mich bitte, aber wir haben ja ein paar Probleme mit der S-Bahn schon. Und es müsste ein paar neue Trassen ins Umland geben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Stimmt es, dass die neuen Züge, die wir brauchen, die neuen Waggons 2026 kommen, dass die nicht eher fertig werden? Bitte korrigieren Sie mich. Nein, schrittweise werden sie vorher schon ausgeliefert, aber wir werden tatsächlich ein komplett neues Angebot dann erst haben. Das stimmt, ja. Und das sind mehrere Generationen. Wir schreiben ja in mehreren Losen aus, dieses ganze S-Bahn-Gebilde in mehreren Losen. Und es geht dann über viele Jahre auch weiter. Nur das, insofern ist es ja kein Stillstand, weil wir ja parallel in den anderen Verkehrsangeboten etwas machen. Das, was eben aus Hamburg beschrieben wurde, die letzte Meile, ist das, was wir jetzt gerade mit der BVG hier genauso organisieren. Wir überlegen, ob wir unsere bestehenden U-Bahn-Linien um ein oder zwei Stationen verlängern können, weil die Stadt gewachsen ist, dass man dann die neuen Wohnquartiere, die neuen in Anführungsstrichen, die in den letzten 20, 30 Jahren dazu gekommen sind, wieder besser anbindet. Wir erneuern die Busflotte und erweitern damit die Kapazitäten. So, das ist richtig, gerade im Schienenverkehr, im ÖPNV, es sind ewig lange Bestellzeiten, ewig lange Auslieferungszeiten, aber das heißt nicht, dass es bis dahin einen Stillstand gibt. Lassen Sie uns jetzt, wir müssen im Galopp ins Finale gehen. Es gibt noch ein, zwei Themen, die unbedingt fallen sollten. Dieses Wort Lebensqualität, das vielleicht jeder für sich definiert. Sie sind ja in dem Sinne tatsächlich so diejenigen, die ihre Städte, ich habe es vorhin schon mal gesagt, so ein bisschen beschützen müssen. Sie müssen auch zusehen, dass die Städte, die alle sehr interessant sind, auch für Touristen, dass die ihre Charaktere behalten, dass man zusieht, dass es eine gesunde Balance gibt zwischen den Menschen, die kommen und den Menschen, die dort leben. Es gibt Negativbeispiele, wie zum Beispiel Amsterdam oder Venedig, wo das Ganze teilweise oder zeitweise total aus den Fugen gerät. Wie schaffen Sie es oder wie ist der Plan für die Zukunft? Der Tourismus wird wahrscheinlich steigen, es wird auch für Berlin der Fall sein. Wie kann man es erreichen, dass man das Gefühl hat, dass die Leute, die dort leben, noch eine gesunde Infrastruktur haben? Dass es noch kleine Läden gibt, die dort existieren können, dass nicht alles auf den Tourismus ausgelegt wird, wie es zum Beispiel in Berlin hier in vielen Ecken tatsächlich auch der Fall ist. Ich glaube, da sind wir wieder ein Stück weit beim Thema Wohnungsbau. Man muss einfach sicherstellen, Airbnb ist dann eigentlich auch ein Thema, dass die Innenstadt tatsächlich eben durchmischt bleibt. Das sind sehr, sehr begehrte Quartiere. Da würde man, wenn man es dem Markt überließe, kämen Preise raus, die sich normale Menschen nicht mehr leisten können. Deswegen sage ich, braucht man eben auch beim Bauen einen Mix, der sicherstellt, dass es überall bezahlbare Wohnungen gibt. Ich sage immer, das erhöht, glaube ich, auch das Sicherheitsgefühl all derjenigen, die dort wohnen. Also wir wohnen auch mitten in Düsseldorf in einem sehr begehrten Quartier. Ich finde es sehr beruhigend, dass in meiner Nachbarschaft auch noch, sagen wir, ein Polizist, ein Lehrer, eine Erzieherin leben kann. Das ist wesentlich angenehmer, als wenn man eben nur noch, wie soll man sagen, nur noch wohlhabende Leute oder an anderer Stelle entwickeln sich dann soziale Brennpunkte. Das ist, glaube ich, das, was wir bei der Stadtentwicklung sehr, sehr sorgfältig beachten müssen. Und das zweite, Lebensqualität. Also eines ist klar, wir werden nicht hindern können, dass die Stadt weiter wächst. Die Stadt, die Großstadt, die Metropole ist einfach attraktiv. Das ist der Trend der Zeit. Immer mehr Leute wollen dort wohnen, aber Lebensqualität schaffen wir dadurch, indem wir eben beim Verkehr so, bin völlig deiner Meinung, dass man eben sagt, wir müssen politisch die Rahmenbedingungen setzen, dass die leistungsfähigsten, die effizientesten Verkehrssysteme benutzt werden. Der motorisierte Individualverkehr, das Auto ist es ganz, ganz sicher nicht. Und das kann man eben dadurch schaffen, dass man sagt, wir schaffen Voraussetzungen, dass die Bahn, der Bus schneller fährt. Das ist das Thema Busspuren, was wir in Düsseldorf haben. Wir haben nicht ganz so viel U-Bahn wie ihr. Wir haben das meiste in der Straßenbahn, aber da gilt dann das Thema Vorrangschaltung an Ampelschaltungen, also Vorrang für Bus und Bahn an Ampelschaltungen beispielsweise. Und das wird die Menschen schlicht von sich aus davon überzeugen. Es ist besser, man kommt schneller voran. Und wenn man dann noch ein barrierefreies System, wo die Menschen wechseln können von einem Verkehrsmittel auf das andere, was alles nicht motorisierter Individualverkehr ist, also sagen wir von Leihroller, von der Stadtbahn auf den Elektroroller, was bei uns, das habt ihr in Berlin ja auch, bei euch heißt es, glaube ich, Emmy, bei uns heißt es Eddie. Und dann gibt es jede Menge Leihfahrräder und meinethalben noch vielleicht irgendwelche sonstigen Sharing-Economy-Angebote. Ich glaube, das kann man machen, wenn das Thema eben barrierearm ist. Das ist das Thema, dass man es App-basiert, transparenter, dass die Menschen wissen, wie komme ich von A nach B am effizientesten, ohne ein Auto zu brauchen. Ich glaube nicht, dass heute das Auto noch als Statussymbol spielt sowieso keine Rolle mehr, wenn die Menschen ein attraktives... Ja gut, das ist also häufig auch ein Generationsthema.
aber dass die Menschen, wenn ein attraktives Angebot besteht, das transparent ist und preiswürdig ist, dann wird es auch genutzt, dann hängt da keiner im Auto. Wir kommen jetzt mal zu den ersten, oder ich komme jetzt mal zu den ersten Fragen. Ich hoffe, dass ich das richtig lesen kann. Thema Wohnungsneubau in der City. Warum wird weiterhin hingenommen, dass viele Innenstadtbezirke, Klammer auf Stadtplanungen, eine Bauverhinderungspolitik betreiben, bei der Verdichtung Dächer, Hofinnenbereiche, die ökologisch besonders vorteilhaft sind? Ich glaube, da fehlt das Ende der Frage. Können Sie es sich in etwa denken? Ich weiß jetzt nicht, ob die Verdichtung positiv oder negativ gesehen wird, aber sie suchen findet sie statt. Sich was aus in dem Fall. Sie findet auf jeden Fall statt. Wir haben das ja nun jetzt gerade auch in der letzten Woche war das im Senat mit so einem Wohnungsbaubeschleunigungsprogramm auch nochmal klar gemacht. Dass Dachgeschossausbau, dass das Nutzen von Brachen, von Baulücken einfach zwingend mit dazugehört. Wir werden es nicht nur schaffen, den Wohnungsbau über irgendwo auf den großen Flächen darzustellen und schon gar nicht mit dem Anspruch der sozial durchmischten Stadt. Man muss dann eben auch die Innenstadtquartiere mitnutzen und die Flächen. Und dazu gehört der Dachgeschossausbau und viele andere kleinere Maßnahmen auch. Aber es ist eine Gratwanderung, muss man auch sagen. Sie haben nach dem Lebensgefühl der Stadt gefragt und wie erhält man sich eine besondere Atmosphäre in unseren Städten, das eigene Bild, das eigene Profil. Und in Berlin, glaube ich, gehören die Freiräume und auch die grünen Räume mit dazu. Okay. Das verbinden die Menschen auch mit Berlin. Und dass mitten in der Stadt sowas wie der Holzmarkt möglich ist, dass wir freie Räume haben, dass wir jetzt am Tempelhofer Feld auf einmal Urban Gardening haben, mitten in der Stadt, in so einem Quartier, da wird es wieder eine Diskussion darum geben, ob man nicht an den Rändern auch für Wohnungsbau Flächen nutzen kann. Aber trotzdem, dass wir immer wieder mit Gleisdreieck, mit Mauerpark, mit Tempelhofer Feld, mit anderen Flächen uns auch immer wieder Grünräume erhalten in einer fast 4 Millionen Stadt, das gehört genauso dazu wie das Verdichten oder hier am Alex höher bauen. Das ist ein Maßnahmenmix. Das haben Sie aber alle. Alle Städte haben mehr als 50%. Der Fragesteller, glaube ich, der meint schon das Richtige. Nur ist es nicht so, dass wir als Städte das jetzt aktiv verhindern. Also in Hamburg im Zentrum gibt es keine Baulücken, die man jetzt noch schließen kann. Und wenn Sie sich das Hamburger Zentrum angucken, ist das alles schon sehr, sehr hochgeschossig. Ich meine, da würde das Stadtbild völlig verändern, wenn man da plötzlich jetzt ein riesen Wohnhaus machen. Da hätte man ein Problem mit dem Oberbaudirektor und dem Denkmalschutz. Aber in anderen Teilen der Stadt, also ich wohne in Barmbek, das ist ein Stadtteil, da ist nach Operation Gomorra im Zweiten Weltkrieg alles flach gewesen, hat man wieder angefangen zu bauen. Bis heute, seit Jahrzehnten, sind da Baulücken im Sinne eingeschossige Ladenzeile so um die Ecke gebaut. Und da haben wir tausende an Wohnungen bauen können, um diese eingeschossigen Baulücken einfach wieder so herzurichten, wie es eigentlich auch ursprünglich mal gedacht war im Stadtbild. Dann haben sie eine attraktive neue Ladenzeile und darüber 4 Geschosse Wohnungsbau. Am Barmbeker Bahnhof, wo wir also schon alles haben, U-Bahn, Buslinien, S-Bahn, haben wir jetzt mit dem Oberbaudirektor ein bisschen mich gestritten und dann hat er uns genehmigt, ein hohes Haus, wo wir 500 Arbeitsplätze direkt an diesem Bahnhof zusätzlich. Warum muss man da erst streiten? Nein, diese Ideen gibt es ja. Nein, aber es ist genau einer der Punkte. Diese Ideen gibt es in Berlin auch, der Aufstockung immer wieder. Und es scheitert oft an den Behörden. Ja, das aber ist Sie haben einfach auch viele so. Intellektuelle. Naja, es scheitert auch an Anwohnern. Moment. Ja, also es gibt kein einziges Bauprojekt, das nur Freunde hat. Also. Ja, es gibt viele Architekten, die das Stadtbild lieben und die einem dann erklären, dass das alles nicht harmonisch ist. Aber es geht, wenn man. Ich habe jetzt das ein bisschen flaps gesagt, gestritten, wir mussten uns nicht streiten. Komme ich mit einfach, klar. Wir haben einfach gesagt, da brauchen wir noch ein Stockwerk mehr, weil da eine bestimmte Versicherung rein musste mit 500 Arbeitsplätzen. Und seit die da ihre 500 Arbeitsplätze haben, steigen die aus der U-Bahn aus, sind genau dort und müssen nicht mehr weiter. Vorher waren die ein paar Kilometer weiter nördlich. Okay. Das heißt, durch Verdichtung an bestimmten Punkten kann man Wachstum organisieren und die Stadt wird sogar noch attraktiver. Deswegen ist Attraktivität und Wachstum eigentlich kein Widerspruch. Man muss es nur gestalten. Gutes Stichwort für die nächste Frage als Attraktivität jetzt. Ich verstehe Sie nicht ganz, die Frage, aber vielleicht können Sie mir wiederum helfen. Okay, und sie ist auch ein bisschen, ich will nicht sagen ein Affront, aber wie sehen Sie die Rolle von Frauen in Metropolen der Zukunft? Sehr offene Frage, aber dann kommt noch der Nachsatz. Und warum sitzt keine auf dem Podium? Ich kann nur sagen, in meiner Verwaltung haben wir in der Verwaltungskonferenz 3 Frauen. Meine Stadtplanerin ist eine sehr, sehr tüchtige Frau. In meinem
mein Bauaufsichtsamt, mein Stadtplanungsamt, mein Liegenschaftsamt wird alles von sehr tüchtigen Frauen geführt. Also Frauen haben bei der Stadtentwicklung in Düsseldorf sehr, sehr viel zu sagen. So, wie geht's weiter, die Herren? Jetzt müssen Sie auch antworten, sorry. Ja, kann es nicht ändern. Also ich sitze immer hier und wir haben tatsächlich eine Zeit lang richtig Schwierigkeiten gehabt, als wir anfingen, die Staatsrätinnen und Staatsrätinnen zu finden für das Staatsrätekollegium. Und dann haben wir festgestellt, auch in den höheren Chargen der Verwaltung war es, also bei den Amtsleitungen, sehr dünn besiedelt mit Frauen. Aber das hat sich in den letzten 7 Jahren ziemlich geändert, weil wir strukturiert darauf achten. Und insofern wird es auch, was Oberbaudirektorinnen angeht, eine Zukunft geben in Hamburg, die sich sehen lassen kann. Aber wir hängen da 2000 Jahre hinterher, das ist so. Seit 2000 Jahren gibt es ein strukturelles Problem in Deutschland. Das klingt gut. Frau Nikutta, ganz tief durchatmen. Ja, ich kann Sie hier nicht rauslassen. Also da, finde ich, können wir in Berlin durchaus selbstbewusst sein. Nicht nur, weil ja hier unsere Senatsbaudirektorin sitzt und die Bauverwaltung ja auch geführt wird und die Umwelt- und Verkehrsverwaltung von einer Frau geführt wird, sondern wir haben gerade das eben auch aufgearbeitet, auch für Fragen, die aus dem Abgeordnetenhaus gekommen sind, dass wir doch auch in den Leitungsfunktionen in der Berliner Verwaltung in vielen führenden Positionen nicht nur zunehmend Frauen haben, sondern jetzt einen höheren Frauenanteil als Männeranteil. Und das setzt sich ganz besonders in der Wissenschaft, in der Richterschaft auch fort. Und ich glaube, da ist man nie an einem Punkt, wo man sagt, so, jetzt ist es geschafft und alles ist gut. Echte Gleichstellung sieht immer noch anders aus. Das haben wir nicht erreicht. Aber wir haben viel erreicht in der Stadt und ganz besonders in unseren landeseigenen, unseren kommunalen Unternehmen. Da sind nun wirklich viele tolle Frauen Vorsitzende des Vorstandes oder Geschäftsführerin. Und den Weg muss man einfach konsequent weitergehen. Gut, irgendwann wird es sich hoffentlich von selbst regulieren und solche Fragen werden nicht mehr nötig sein. Und um das zuzuklappen, viele Frauen, die bereits in verantwortungsvollen Positionen sitzen, bestätigen immer wieder, dass man Frauen oft auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, in die Verantwortung zwingen muss, aber wenn es einen Wettbewerb gibt, sind Frauen oft diejenigen, die sich jetzt gar nicht unbedingt ins Rennen schmeißen. Also wer Frauen fördern will, der muss sie manchmal auch ein bisschen auf den Weg setzen vielleicht und klar machen, dass sie es sich durchaus zutrauen können. Und dann muss man das mit der Familie natürlich unter Umständen noch regeln, dass es da eine Infrastruktur gibt, dass eine Frau sich nicht entscheiden muss. So, letzte Frage. Sozialer Frieden und Parallelgesellschaften. Machen Sie was draus. Das ist die Frage, nur die sozialer Frieden und Parallelgesellschaften. Sie können auch wählen, Sie können auch noch Hartz-IV-Missbrauch gegen Niedriglohnprekariat nehmen. Aber nehmen wir mal das Erste. Finde ich gut für Berlin. Naja, das ist, beschreibt ja vielleicht die Lebenswirklichkeit in Berlin eben auch. Wir haben große soziale Unterschiede. Das ist so in unserer Stadt. Wir haben das, manches ergibt sich aus unserer Geschichte, manches ergibt sich aus gerade in den letzten 7 Jahren sehr guter wirtschaftlicher Entwicklung und aus dem Zuzug, dass wir Hauptstadt sind, natürlich auch nochmal andere Menschen auch mit in diese Stadt holt. Und daraus ergeben sich große soziale Unterschiede. Und das empfinde ich tatsächlich auch jetzt als Hauptthema für die politische Arbeit, genau das eben nicht oder sich damit nicht abzufinden, sondern immer wieder daran zu arbeiten, dass diese Unterschiede entweder ausgeglichen werden oder nicht so spürbar sind, dass Menschen, die nicht die gleichen Voraussetzungen haben wie viele andere, denen es gut geht, trotzdem unterstützt werden auf ihrem Weg. Und das organisieren wir natürlich auch in unseren Städten mit entsprechender Kinderbetreuung, mit gebührenfreien Bildungsangeboten, mit sozialem Wohnungsbau, mit günstigen ÖPNV-Tarifen. Ich glaube, das wird ganz oft ganz selbstverständlich in den Köpfen so abgehakt. Na ja, ist doch logisch, dass es einen Sozialtarif gibt. Na, ist doch logisch, dass es sozialen Wohnungsbau gibt. Ja, im Grunde genommen geht es genau um diese sozialpolitische Überschrift. Wir wollen uns nicht damit abfinden, dass es diese sozialen Ungleichheiten gibt und dass Menschen darunter leiden. Deswegen gibt es diese einzelnen Maßnahmen, die für sich genommen vielleicht untergehen. Aber wenn man sich das mal alles im Gesamtzusammenhang anguckt, glaube ich, ist es schon für viele Menschen sehr viel wichtige und richtige Unterstützung. Und dann auch der Zwang, also können Sie, Parallelgesellschaften, das Wort ist in Ihrer Antwort irgendwie nicht aufgetaucht. Sie haben es zwar zum Teil beantwortet, aber nicht wirklich abschließend. Was kann die Politik tun, was können Sie konkret tun, um diese Parallelgesellschaften aufzubrechen?
Naja, es gab ja jetzt ein paar Stichworte dazu, ja. Wenn Sie alleine sich das Bildungsangebot angucken. Das hat ja einen Grund, warum wir das machen, dass wir sagen, wir wollen von der Kita bis zur Uni eine Gebühren, nicht wir wollen, sondern wir machen es in Berlin, ein gebührenfreies Bildungsangebot. Wir haben flächendeckende Ganztagsangebote. Wir machen Kinderbetreuungsangebote zu praktisch jeder Tages- und Nachtzeit, damit Alleinerziehende, vor allen Dingen auch alleinerziehende Mütter, eine Chance haben, ihren Weg in der Arbeitswelt zu gehen. Das sind ja alles Maßnahmen, damit man rechtzeitig auf Tendenzen einer Parallelgesellschaft reagiert oder sogar Menschen natürlich auch da rausholen kann aus dieser Lebenssituation. Deswegen gehen wir so einen Weg. Aber auch das ist ein Prozess, ein jahrelanger Prozess, den kann man nicht von heute auf morgen herbei beschließen und sagen, so jetzt ab morgen ist es aber gut, sondern es ist tatsächlich, handwerklich gesprochen, es ist ein jahrelanges Investitionsprogramm, eben auch in die Infrastruktur, in jede Infrastruktur, um gleichwertige Lebensverhältnisse auch bieten zu können. Also Parallelgesellschaft ist ja so ein bisschen breiter Begriff, also es gibt ja Parallelgesellschaft im Sinne von türkische Communities, ja, beschäftigen sich nur mit sich selbst, türkische Sportvereine. Sowas muss man beachten, dass wir über Sport, über Musik, über gute Bildungsangebote, wo alle die Möglichkeit haben, in die Kita zu kommen, die Sprachbarrieren sozusagen kleiner werden, über die jüngere Generation. Das ist alles das, was Michael Müller gerade gesagt hat. Aber es gibt noch ein Thema, da haben wir echt ein grundsätzliches Problem in Deutschland. Wir haben Mindestlöhne eingeführt und das war ja schon mal ein großer Schritt. Es war ein richtiger Schritt nach vorne. Wenn man sich das aber mal ausrechnet, und wir haben leider Branchen, da wird viel Mindestlohn gezahlt. Gebäudereinigung, viele Tätigkeiten am Menschen, gibt es nur Mindestlöhne. Und wenn man sich das mal ausrechnet, 8,50 Euro, 8,90 Euro, 9,10 Euro, wie auch immer, dann stellt man fest, man kann das ganze Leben dafür arbeiten, Vollzeit, und hat in der Rente, reicht es nicht. Das ist ein richtig großes, grundsätzliches Problem. Weil sie damit Leuten sagen, du sollst dein Leben lang arbeiten und am Ende ist der Dank, du gehst zum Amt und musst um Lebensunterstützung bitten. Das ist ein unfaires System. Wenn man das zurückrechnet und sich überlegt, und das haben wir in Hamburg getan, wie hoch muss eigentlich ein Lohn mindestens pro Stunde sein, damit man, wenn man Vollzeit arbeitet, es geht nicht um Studentenjobs oder wenn jemand noch eine Nebentätigkeit macht, da kann man sagen, okay, das mache ich dann mal neben dem Studium. Aber wenn man das Leben lang arbeitet, 40 Stunden die Woche, dann braucht man einen Stundenlohn von mindestens 12 Euro. Das ist eine einfache Rechnung. Und ich habe mich gewundert, wie viele städtische Gesellschaften in Hamburg das nicht zahlen. Und habe gesagt, wir müssen als Stadt mal mit gutem Beispiel vorangehen. Mhm. Und jetzt haben wir in denen, das sind mehr als man meint, städtischen Unternehmen, die unter 12 Euro liegen. Ich habe gesagt, jetzt machen wir Tarifverträge, die in unserem Bereich mindestens zu 12 Euro pro Stunde führen. Das ist der erste Schritt. Und ich lese letzte eine große Anzeige, Lidl sucht Leute, steht so ein roter Bobble in der Ecke, 12 Euro Mindestlohn. Fand ich eine super Sache, das muss Schule machen, weil es ist schwer, das nur in einer Stadt oder nur in einer bestimmten Branche umzusetzen. Das muss ein System sein, an dem sich alle beteiligen. Ich finde das super, dass wir die Mindestlöhne haben, aber der Betrag ist deutlich zu niedrig, um quasi ein faires Arbeitsleben zu haben. Und da bin ich sehr dafür, dass das Nachahmer findet. Und ich finde es super, dass Sie dieses trojanische Pferd noch zum Schluss in diese Diskussion eingebracht haben. Ja, gut, niemand, ne? Hat danach hat gefragt. Gepasst. Und doch, Sie haben es gebracht. Doch, Sie ja, haben gesagt, Ronny, ja, es Parallelgesellschaften, hat sowas, ja. Soziale Standards, Hartz IV, ja, das okay. War der Anknüpfungspunkt. Haben Sie super gemacht. Also, wir sind jetzt sozusagen im Finale. Ich hatte in Vorbereitung gesagt, wenn Ihnen was einfällt, keine Ahnung, ob es sowas gibt, wenn Sie sich etwas für Ihre Städte jeweils wünschen dürften, für Hamburg, für Düsseldorf, für Berlin, was nicht so abstrakt ist wie sozialer Frieden. Okay, ich habe es etwas abfällig gesagt. Wie sozialer Frieden, der sehr wichtig wäre, also wenn es etwas Konkretes gäbe, wie eine Schwebebahn oder wie irgendetwas anderes, das Sie sich für Ihre Stadt wünschen können, egal wie viel es kostet, was wäre das? Sofort 100% regenerative Energie mit aller Technologie, die wir brauchen, ohne dass wir jetzt den Leuten sagen, geht mit Jute-Tüten zu Fuß nach Hause, sondern auf unserem Lebensstandard 100% regenerative Energie. Das ist unser Ziel. Gut. Also ich möchte doch nochmal anknüpfen an das Thema vorher und das gleich mit dem Wunsch verbinden. Da. Also in Düsseldorf gibt es schon seit langer Zeit gebührenfreie Kindergärten. Was ich traurig finde, ist, dass
die Quote der Kinder aus gut situierten Nachbarschaften wesentlich höher ist als die Quote von Kindern aus bildungsfernen Milieus und Kindern mit Migrationshintergrund. Ich würde mir wünschen, es gelingt uns, dass wir gerade diejenigen, dass wir gerade denjenigen dieses wichtige Bildungsangebot bieten und dass es auch wirklich angenommen wird, die es am nötigsten hätten. Und das sind eben Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder aus bildungsfernen Milieus. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, wenn wir es ernst meinen, was ja immer ein wichtiges sozialdemokratisches Thema war, dass wir Chancengleichheit ernst nehmen, dass wir in der Tat wieder dafür sorgen, dass diese Gesellschaft sozial durchlässiger wird, als sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Das ist, glaube ich, da wäre schön, wenn Düsseldorf, wir sind in vielen Punkten vorne, wir sind in vielen Punkten Vorbild. Ich würde mich freuen, wenn wir an diesem sozialen Thema ebenfalls ganz vorne wären. Diese Angebote. Wenn Sie jetzt noch über ein schönes städtebauliches Thema. Das wird jetzt jeder nicht mehr der redet Fall sein. Jeder redet ja über die Olympiade Herr 2032. Müller, ich würde mich jetzt freuen. Jetzt schmuggeln Sie hier noch ein Thema rein. Das gibt es überhaupt gar nicht. Ich nein, Sie haben doch Kontrolle. Über die Seilbahn gesprochen. Ja, da. Das mir, also, ein ganz, ist so ein schönes Infrastrukturprojekt. Es reizt mich schon nachzufragen, weil den Angebotskatalog hat auch Herr Müller eben ausgebreitet. Es gibt wahnsinnig viele Angebote. Und dann haben Sie in so einem kleinen Nebensatz gesagt, dass es auch angenommen wird. Das ist vielleicht so, das ist vielleicht eben tatsächlich auch nochmal ein ganz großes Thema und eine ganz große Frage, wie man die Leute ranholt, dass sie das auch alles wahrnehmen und anbieten und umsetzen, denn angeboten wird es ja. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir gerade dort eben nicht warten, dass die Menschen zu uns kommen, sondern auch gezielt auf die Menschen zugehen und sagen, nehmt dieses Angebot an. Das muss natürlich niedrigschwellig sein, da muss man sich in der Tat kümmern. Das ist das Thema Parallelgesellschaften, das ist auch in Düsseldorf ein Thema. Es gibt kaum eine Gesellschaft, wo die sozialen Gegensätze so groß sind als in der Stadtgesellschaft von Düsseldorf. Jeder weiß, es gibt viele reiche Leute in Düsseldorf. Es gibt die KÖ, es gibt Oberkassel, Niederkassel. Es gibt aber auch 17% der Menschen leben unterhalb der Armutsquote. Und Armsein in Düsseldorf ist noch ein Zacken schärfer als Armsein in Duisburg, muss man mal klar sagen. Und ich glaube, insofern, da haben wir ein Thema und ich glaube, wir sind eine Stadt, die über einen großen Bürgersinn verfügt, über ein großes Herz verfügt, aber da müssen wir noch tätig werden. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Herr Müller, Ihnen gebührt das Schlusswort und vielleicht sowas wie eine Seilbahn. Ja, ich erst mal fragen, habe ich das richtig verstanden? Du willst Olympia 2032 haben? Ach. Es gibt die Initiative Olympic City Rhein-Ruhr. Ich glaube, es gibt keinen besseren Ort für die Olympischen Spiele als den Großraum, ich sage mal, Greater Düsseldorf. Nein, ich habe einen ganz, ganz einfachen Wunsch, wenn Sie sagen, man, es darf nichts von den großen sozialen Themen sein, was ganz Einfaches für die Stadt. Und das bezieht sich eigentlich eher auf die Geschwindigkeit. Unser Schulsanierungsprogramm dauert 10 Jahre und mich nervt's. Und ich würde mir so wünschen, weiß ich nicht, auf Knopfdruck, wie Sie sagen, oder im nächsten Jahr wären alle unsere Schulen durchsaniert oder neu gebaut, die wir haben. Das wäre für die Kinder und für die Eltern, für die Lehrer, glaube ich, das wäre ein richtig dickes Ding. Das würde ich mir wünschen. Darf ich Ihnen trotzdem noch ins... Ich muss in Ihr Schlusswort reingrätschen, aber dann ist wirklich Ende. Denn ich frage mich, oft geht von Bürgern eine Eigeninitiative aus. Es ist immer wieder zu beobachten. Die wird aber nicht immer gewollt. Manchmal scheitert sie auch wirklich, glauben Sie es mir oder nicht, an bürokratischen Hürden. Also ich kenne viele Leute, die tatsächlich aus eigenen Kräften, mit eigenem Geld irgendetwas helfen, sanieren, streichen wollen oder sich um Gärten kümmern oder um irgendwas und die müssen ellenlang warten für ihre Anträge oder dass sie durchgewunken werden und so weiter. Es ist einfach so. Könnten Sie denn theoretisch, wenn Sie sagen, Sie wünschen sich so sehr, dass es schneller geht als 10 Jahre, gäbe es denn die Möglichkeit, dass die Berliner mit anpacken, dass es einen Aufruf gibt, dass man also tatsächlich diese bürokratischen Hürden überspringen könnte und sagen kann, okay, wer jetzt in den nächsten Wochenenden frei hat und Lust hat, hier mit zu streichen oder mit zu mauern oder was auch immer, ja Moment, es geht um Schulen. Ich weiß, dass die Bausenatorin gerade totale Gänsehaut kriegt, aber ich meine, es geht um Schulen, es geht um Bildung, das ist das Thema, Zukunft. Nee, Frau Ross, das glaube ich, ist kein zielführender Vorschlag, weil ich glaube, das würde nicht gut gehen. Und wir müssen es auch mal einordnen, ich weiß, was Sie meinen mit bürokratischen Hürden, aber ich habe als Bundesratspräsident, habe ich gerade vor einigen Tagen eröffnet, die Ehrenamtswoche, die bundesweite, und in einem
80 Millionen Volk sind 30 Millionen Menschen ehrenamtlich aktiv. Das muss man sich mal vorstellen, was das heißt. 30 Millionen Menschen engagieren sich irgendwie, irgendwo in sozialen, in Sportvereinen, in Kirchen, in Parteien, in Gewerkschaften. Und das ist eine großartige Leistung. Und vieles von dem in unserem Land, was gut läuft, würden wir nicht schaffen ohne die 30 Millionen. Das stimmt. Und ich finde, Bauen sollte unser Thema bleiben. Dafür ist Politik und Verwaltung auch da. Die 30 Millionen werden anderswo dringend gebraucht und machen es da auch toll. Okay, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Sie sind befreit. Vielen Dank.